Ich glaube doch gar nicht an Werwölfe. Lass uns doch einfach noch ein schönes Wochenende im Camp verbringen, bevor wir aufs College müssen. Ja, und damit herzlich willkommen im Camp. Wie heißt denn das Camp? Deutschland. Camp. In unserem schönen Werwolf-Camp. Wir spielen heute wieder Werwolf mit einer ganz tollen, illustren Runde hier. Florentin, wir hatten eben schon das Vergnügen in der Pre-Show. Leo ist heute zum ersten Mal, glaube ich, dabei. Lüdi, du hast auch schon mal mitgespielt, klar? Letztes Mal, ja. Ja, Lars, du bist auch. Ich war auch schon dabei, ja. Aber lange nicht mehr, ne? Ja, nö, ich glaube, vorletztes Mal war ich dabei. Und umgezogen hast du dich auch nicht hier für extra, ne? Nee, okay. Shorty ist tatsächlich heute als Gast extra angereist. Vielen Dank. Wie ist deine Werwolf-Erfahrung? Ich habe früher in der Schule, wenn wir Klassenfahrt hatten, war ich immer bei Werwolf mit dabei, aber es ist halt auch schon ein bisschen her. Aber ich fand das früher immer richtig cool. Okay. Stark. Mal gucken, ob du das noch drauf hast. Dann Max, du warst ja auch schon ein paar Mal da, glaube ich. Zwei, dreimal? Ja, zwei, dreimal. Walle, ich war gut. Ja, du warst immer gut. Walle, wie ist es bei dir? Ja, ich bin auch schon häufiger dabei gewesen. Ja. Aber auch schon häufiger nicht so gut gewesen. Okay, das ist gut. Solche Leute brauchst du auch. Ja. Kanonenfutter. Vielleicht. Nils, natürlich ein alter Werwolf-Veteran. Der ist auch heute am Start. Dankeschön. Bitteschön. Und Mel, du warst auch schon ein paar Mal dabei, glaube ich, ne? Ja, habt ihr alle Bock? Klar. Wir erklären mal ganz kurz die Regeln. Es gibt nämlich keine Mats heute, leider. Die haben wir nicht, die sparen wir uns. Ganz einfach, die Werbefregen kennt ihr wahrscheinlich auch. Es gibt zuerst einmal die Nacht und einmal den Tag. Wir haben hier die Karten mit verschiedenen Rollen. Und da haben wir einmal den Werwolf, der sieht so aus. Die Hexe, den Seher, die Unschuld. Und die Rollen werden hier verteilt und dann machen alle einmal, gucken sich die Karte an, überlegen sich, okay, das ist meine Rolle, wie verhalte ich mich? Und dann starten wir in die Nacht und dann öffnen die Werwölfe ihre Augen und können jemanden töten, den sie für ein gutes Opfer finden, für gutes Fressen. Und dann gibt es die Hexe, die wacht dann auf und die sieht dann, wer getötet werden sollte und kann dann entscheiden, oh, ich habe einen Heiltrank, ich rette diese Person und zusätzlich hat die auch noch einen Gifttrank und kann auch noch jemanden umbringen. So, und dann gibt es natürlich noch, wen haben wir noch? Den Seher, der kann einmal gucken, ja, diese Person, also die kann auf jemanden zeigen und dann sage ich der Person, ob die gezeigte Person gut oder böse ist. Also ich mache dann so für böse, damit das klar ist und so irgendwie für gut. Also, damit es da gar nicht irgendwie zu Verwirrung kommt, wenn man so macht. Das hatten wir auch schon mal. Wir hatten auch schon mal, dass ich das dann so gemacht habe und dann dachte die Person, ja, ja, das ist ein Werwolf. Das ist alles schon vorgekommen. Und dann wird es Tag und dann dürfen die Dorfbewohner anhand der Dinge, die in der Nacht passieren, entscheiden, wer von den Dorfbewohnern, die heißen nicht Dorfbewohner natürlich, wir sind ja hier im Sommercamp, dann erhängt wird. Ja, und es muss natürlich immer von den Elsassern abholen, weil es hier zu oder krass vom ist. Feuerholz holen, nicht mehr zurückkehren. Ah, genau. Okay. Sowas. Ah. Aber das wird entschieden natürlich von den Dorfbewohnern, von den Camp-Teilnehmern. Entschuldigung, ich sag wahrscheinlich heute noch öfter Dorfbewohner, weil ich das noch ein bisschen drin habe. Aber so sieht's aus. Ja, und jetzt, bevor wir loslegen und ich die Rollen verteile, gibt's hier noch so einen schönen Football, denn einer von euch ist der fucking Quarterback dieses Football-Teams, der so ein bisschen das Team anführt. Früher hieß es der Bürgermeister und das muss einmal gewotet werden. Und da kommt der Chat ins Spiel. Das blenden wir mal eben ganz kurz ein. Da könnt ihr einmal voten, wer denn der erste oder die erste Quarterbackerin sein soll. So, was kann die Person nochmal? Die hat, sehr gute Frage, Valentin. Vielen Dank. Die Person hat dann, falls es zu einem, beim Voting zu einem Unentschieden kommt, hat dann die Entscheidungsmacht. Ach ja. Entscheidungsmacht. Ja. So, ja, noch Fragen? Hier? Also ihr könnt jetzt eingeben in den Chat. Boah, ich kann kaum lesen hier. Florentin, sag, du kannst es besser lesen. Also wir haben erstmal WW für Werwolf und dann habt ihr natürlich unsere fantastischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier mit dabei. Shorty, Walle, Nils, Mel, Florentin, Max mit Lydia, Leo,
und Lars. Und ihr habt jetzt so ein bisschen Zeit zu voten, denn Florentin hat in der Pre-Show schon eine ganz tolle Vorgeschichte erzählt und die möchte er euch neuen Zuschauern auch nochmal präsentieren. Wie ist überhaupt in diesem Camp zu einem Werwolf? Ja. Also ich habe die Geschichte auch nur von meinem großen Bruder gehört, der war letztes Jahr schon hier im Camp dabei und der meinte, dass vor langer, langer Zeit, also der hat es schon von seinem großen Bruder gehört damals, dass hier vor langer, langer Zeit mal der Bademeister im See ertrunken ist. Oh Gott. Und der war eigentlich der beste Schwimmer von allem, der war aus der Oberstufe. Da war ich schwimmen im See. Ja, ich glaube, wir waren alle schon im See schwimmen, aber angeblich heißt es, er wurde unter Wasser gezogen. Es gibt nur eine Person, die hat es beobachtet, die stand am Wasserrand und die hat gesagt, er wurde unter Wasser gezogen. Aber die Person, die einzige Person, die das gesehen hat, die wurde danach von der Schule geschmissen und war nie wieder gesehen. Und seitdem eine Person im See unter Wasser gezogen wurde und gestorben ist, passieren hier komische Dinge. Und jetzt war ich letztens noch mal drüben im Essenssaal und da gibt es ja diese Kellerklappe, diese Klappe im Boden. Und da habe ich mal runtergeguckt und dann habe ich so ein bisschen in die Treppe runtergegangen bin mit so einer Kerze. Dann habe ich da ganz viele so dicke schwarze Haare gesehen. Ich weiß aber nicht, was das bedeutet. Eine Katze, oder irgendein Hund? Das war viel zu dick für eine Katze. Petra, das war irgendwie was ganz anderes. Petra hat auch dicke schwarze Haare. Ja, aber das war irgendwie zu dick. Ich weiß nicht. Aber falls euch irgendwas heute Abend Merkwürdiges auffällt, wir sagen das sofort, okay? Wir sind ein Camp, wir sind ein Team, okay? Und wir reden über Sachen. Wenn euch irgendwas auffällt, wir kommen zusammen, zusammen sind wir stark. Wir schicken auch niemanden nach Hause. Vielleicht müssen wir jemanden nach Hause schicken, aber so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Okay? Aber Team Deutschland. Aber hättest du das nicht vorhin kennengelernt? Da bin ich doch nie gekommen. Das ist ja grauenhaft. Ach, Walle, sei kein Angsthase, Mensch. Okay. Stell dich nicht so an, du bist doch bei Nils im Zimmer, der beschützt dich. Ja, Mann. Okay. Können einmal verkünden, wer denn heute Coach ist, Quarterback. Und zwar werfe ich den Ball einfach mal zu Shorty. Hey! Mir ist gerade aufgefallen, ich war noch nie Hexe. Noch nicht einmal. Ich mach das. Mega ist weird, oder? So von der Statistik her müsste man das doch irgendwie. Immer an Max. Hey, aber wenn wir alle ganz lange aufbleiben heute und das Licht anlassen, dann kann doch uns eigentlich gar nichts passieren, oder? Einmal ein Shorty, bitte. Wollen wir das nicht machen? Können wir machen, ja, ich weiß nicht. Aber dann kommen die Mücken rein. Ah, Lars? Ach so. Und der macht die Fenster zu. Ach so, ja. Ach so, Nee, das ist meine hier. Gut. Die Rollen sind verteilt. Und wie geht's euch? Seid ihr müde eigentlich? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht? Nee, wir wollen aufbleiben. Nee. Wir wollen noch ein bisschen aufbleiben. Shorty, ich hab mal, Angst im Dunkeln. Du bist der Coach. Du darfst keine Angst haben. Hä? Sie ist trotzdem die Mutigste von uns. Ja, aber gemeinsam schaffen wir das schon, Leute. Ja, okay. Ja. Es geht immer, Nils alleine aufs Klo gehen, wir gehen immer zu zweit. Gemeinsam. Ja. Ja. Ich habe so ein Nachtlicht, das können wir in die Steckdose machen, bei uns im Zimmer. Cool. Okay, das hilft auch gegen Mücken. Cool. Geil. Nachtruhe! Was? Klappe halten! Oh. Ihr müsst jetzt ins Bett! Morgen früh geht's wieder weiter, 6 Uhr! Ich bin noch gar nicht Camp aufräumen! Klappe halten! Nacht! Und in der Nacht im Camp steigt aus dem Fluss, wie, aus dem See war es, glaube ich, wie Florentin tatsächlich richtig entdeckt hat, steigt eine ekelhafte Kreatur hervor. Drei ekelhafte Kreaturen sogar und öffnen ihre Augen, schütteln sich ein wenig, machen das Wasser ab. Das ist aber eklig immer hier im See, denken die Werwölfe sich. Und haben natürlich neben unfassbar Bock auf Luft auch unfassbar Bock auf Essen. Und sie entscheiden sich dann für eine Person, die vielleicht ein gutes Mahl darstellen würde. Alles klar, und die Werwölfe legen sich einfach jetzt zu den anderen Campbewohnern. Naja, das ist ein bisschen seltsam, weil die sind ja aus dem Fluss gekommen, aber sie schlüpfen in die Rolle, die sind einfach als Geister in die Campbewohner gedrungen jetzt und leben in denen weiter, so. Machen wir das einfach mal so. Und als nächstes erwacht tatsächlich
der Seher. Und der Seher kann sich jetzt eine Person aussuchen. Von der er fährt, ich habe den Satz einfach mittendrin abgebrochen, weil es so schnell ging. Aber der Seher schlägt einfach wieder ein. Wir haben es ja alles geklärt. Und als nächstes erwacht die Hexe. Und die Hexe erfährt jetzt, welche Person draufgehen soll. Und die Hexe entscheidet jetzt, ob diese Person gerettet werden soll oder nicht. Alles klar, die Hexe hat sich entschieden. Und die Hexe hat natürlich auch noch einen Zaubertrank. Ein Gifttrank und könnte auch noch jemanden töten. Will die Hexe denn noch jemanden töten? Alles klar. Dann wissen wir Bescheid und die Hexe schläft wieder ein und das ganze Camp hat Bock jetzt ein bisschen aufzuräumen, denn hier liegt einiges rum. Und er wacht natürlich. So, aufwachen jetzt. Ja. So. Und alle sitzen hier noch. Habt ihr gut geschlafen? Ja, richtig. Ja. Ja. Ich hatte eine Mücke im Zimmer. Echt? Ja, scheiße. Dinger geschnallt. Wohnt ihr nicht alle im gleichen Zimmer? Nee, Mädchen und Jungs getrennt. Hallo? Ja, besser. Christliches Camp. Ist niemand keins von den Schlimmen. Niemandem ist was aufgefallen? Nee, es war ziemlich leise die Nacht, oder? Dann ist ja alles gut. So. Ja. Dann waren das wohl alte Legenden, die nicht wahr sind. Ja. Na gut. Wollen wir essen gehen? Frühstück? Ja. Ja. Oder wir fahren alle nach Hause jetzt. Aber es klingelt natürlich das Telefon und ein Elternteil ist am Telefon dran und ein Kind soll tatsächlich abgeholt werden. Was? Aber es ist auch egal, welches. Einmal durchgemischt. Ich nehme irgendeinen. Wer ruft denn wohl an? Können wir das mal vorher abklären, was das für komische Werwölfe sind? Also die sind den ganzen Monat im Wasser? Ja, das weißt du ja natürlich nicht. Und dann verwandeln die sich und dann kommen sie aber raus. Du weißt es aber nicht. Und rufen die Eltern das war, an. Das war, ja, aber sehr effizient sind sie anscheinend nicht. Also, wir hätten uns absprechen sollen vorher mit den Geschichten. Das hat ja, im Wasser kommen fand ich auch ein bisschen... Wie kommen sie dann jetzt... Hör jetzt auf! Das ist diese Kantine und da ist diese Klappe. Hör jetzt mal und auf. In dieser Klappe ist... Wir spielen hier nur eine Runde, oder was? Nein, in der Klappe ist Petra. Da ist Petra in der Klappe. Petra. Petra. Gut. Weiß es doch auch nicht. Also, ich sag, Lars ist ein Werwolf. Was? Wie kommst du darauf, Nils? Weil da bin ich ja richtig Handy erschüttert. Und, das ist mein Walkman. Ja. Du hast einen Walkman mitgenommen. Was fängt noch mit W an? Walkman. Walkie. Kann es sein, dass du einfach Heimweh hast? Bisschen. Ich habe vorher meine Mutter gebeten, mir noch ein paar Gedichte aufzusagen. Und die höre ich dann morgens immer nach dem Aufstehen auf meinem Walkman. Okay, lass mit abgeholt. Das ist richtig. Nein, ich finde es ganz cool. Ich habe mich gewöhnt dran an das Camp. Wieso glaubst du, ich bin Werwolf? Oh. Ui. Einfach völliger random Pick, um das Gespräch in Gang zu bringen. Ich möchte mal folgende Bitte. Ich habe folgende Bitte an euch alle. Beziehungsweise an vier Leute von da. Mhm. Könnt ihr mal kurz alle so machen? Nacheinander. Jetzt einmal du. Die Scheiße wieder. Ja, okay, jetzt du. Nein, nicht so doll. Also, so wie. Wieso würde ich das machen? Nein. Bin so ein flubberiger Typ. Ja, du auch. Also ich würde es immer. Du auch? Okay. Also ich will nur erklären, warum ich das frage. Ich habe schon in der Nacht was aus dieser Richtung gehört. Und es klang tatsächlich genauso wie Max, mach nochmal. Ja, das war's. Ja, ja. Aber weißt du, nur nicht so doll, natürlich. Weißt du, wer so gute Ohren hat, Lars? Jemand, der jeden Morgen Walkman hat. Warum hast du denn so große Ohren? Das liegt daran, dass ich jeden Morgen Walkman habe. Dann immer länger. Naja, also irgendwie so Kette oder halt, das war wirklich... Ich dachte, das wäre irgendwie so jemand gewesen, der nervös war in der Nacht. Und aber du hast es auch gehört. Ich habe es auch gehört, ja. Ja. Mhm. Dachte, okay, da hatte jemand mehr Angst. Wer schläft denn mit Max im Raum? Hat jemand was ja, gehört? Ja, hast du es gehört, unruhige als Nacht? Werwölfe aus dem Wasser gestiegen sind oder vielleicht als die... anderen Charakter angesprochen. Es war in der Zeit schon in der Werwolfzeit eigentlich, ne? Mitternacht direkt. Mitternacht. Ja. Und nervös, also wenn er wach gewesen wäre, dann könnte er uns ja jetzt verraten, wer der Werwolf ist. Deswegen denke ich, dass es entweder ein Schlafender war, was nicht sein kann, sonst hätte man nicht gehört, oder es ist halt einfach wirklich ein Werwolf. Aber also leben doch noch alle, wieso unter Alkohol?
Warum redest du ständig über Werwölfe? Ich wurde als Werwolf bezichtigt. Also, ja, und warum hat es dann hier von meinen Kollegen keiner gehört? Das ist wirklich eine gute Frage. Ja. Keine, das sind deine, das okay, eine gute Frage. Ja, das sind deine Kollegen, also. Genau. Also ja, ja, ja. Normal menschliches Gehör. Da kannst du halt relativ wenig auf die Entfernung auch. Ach so. Ja, aber es ist schon interessant, dass du direkt auf diese von mir auch völlig unschuldig gemeinte Frage, einfach nur weil du komplett in meinem Blickfeld sitzt und ich natürlich auch zu Beginn im Kreis, also die Karte gezogen hast, natürlich direkt auch diese Nervosität in dir gesehen habe, weil man natürlich, ich weiß aus eigener Erfahrung, sobald man die Wolfskarte zieht, ist man natürlich erstmal ein bisschen nervös. Mhm. Und du hast da so komisch rumgenestelt und hast auch nichts gesagt, obwohl du eigentlich ja echt ein sehr redseliger Mensch bist. Mhm. Und dann habe ich dich einfach darauf angesprochen, einfach nur so völlig und dann direkt lenkst du das, projizierst du sozusagen die Aufmerksamkeit in diese Richtung, was fast schon eine Panikreaktion ist. Also wir sind uns einig, dass wir alle gehört haben, dass wir beide das gehört haben. Yeah, das heißt, es ist keine Erfindung. Ich aber auch nicht mit rein. Ich will nur sagen, das ist offensichtlich keine Lüge, also es ist keine Erfindung meinerseits, sondern wirklich einfach, alles klar, ich wollte mich zurückhalten, weil ich einfach ganz gerne im Camp auch chill und mich noch nicht ganz so wohl fühle. Mhm. Aber wenn ich dann sofort angegriffen werde, muss ich natürlich gucken, was ist das Einzige, was ich gehört habe. Deswegen gehe ich gar nicht auf dich. Nur die Richtung. Das wäre auch auffällig. Aber ich meine, weil Shorty, wir brauchen jetzt mindestens drei Wölfe. Also Shorty kann ja auch ein Wolf sein. Du kannst auch Wolf sein. Ich kann auch Wolf sein. Aber warum glaubst du, dass es Max ist und nicht Valentin? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich habe die Klappe. Was bei ihm nicht klappt. Ja, aber Valentin hat er nichts gehört. Außer Valentin. Ach, ja, also, oh, hast du sowas Tiere? Ja, wie gesagt, Valentin kann schon auch sein, aber wenn Valentin sich leicht... Ja, das kann schon auch sein. Ja. Also, das wäre ein bisschen sehr viel, finde ich. Das ist ein blubberiger Typ. Aber hast du das nicht gehört? Doof. Nee, aber ich habe. Ihr habt das alle nicht gehört? Ich hab gar nichts gehört. Okay. Ich habe wirklich nichts gehört. Leo, du bist jetzt zum ersten Mal dabei, ne? Ja. Hättest du gedacht, dass du direkt am Anfang Wolf ziehst? Nee, das hat mich auch überrascht. Nee. Aha, deswegen hast du ja auch Knochen. Krass. Tätowierte Knochen. Nee, aber bist du offensichtlich. Habe ich die von meinem großen Bruder bekommen. Der auch schon Wolf war. Der übrigens befreundet ist mit Florentins großen Bruder. Was mit dem großen Bruder vom großen Bruder? Da ist der erste verschwunden. Also, okay, wow, Leo. Ach, scheiße. Ja, wir müssen aber erste Runde ist immer schwierig. Wir haben Max und Lars. Oder gibt es noch jemanden? Also, ich muss ganz kurz sagen, völlig random, ne? Also, du hast dich nicht verdächtig verhalten, außer dass du halt wirklich so nervös rumgenestelt hast. Aber es lag an deinem Handy. Du hast wahrscheinlich eine Message von deiner Affäre bekommen oder was. Keine Ahnung. Aber ansonsten gibt es jetzt wirklich, es war einfach nur, um das Gespräch in Gang zu bringen. Danke, dass du es nochmal einordnest. Ja, wirklich, also ich will nicht, dass du jetzt. Warum ruderst du jetzt zurück? Weil es die Wahrheit ist und ich immer die Wahrheit sage. So, ja, das wissen wir. Aber es ist doch keiner tot, warum müssen wir jetzt jemanden wählen? Ja, wollen wir nicht einfach gemeinsam beschädigen? Nein, nein. Leider die Regeln, dass wir einen rausschmeißen müssen. Telefon ist Telefon. Ach so. Ja. Ach ja, scheiße, da hat jemand angerufen. Die 50 Cent sind schon eingeworfen. Okay. Kann man nichts machen. Gut, dann machen wir einmal die ganz tolle Finger. Kann man sich auch enthalten? Nein, das ist das Ding. Enthalten wird sich nicht. Habt ihr euch denn auch gemerkt, wer hier wen so ein bisschen verteidigt hat die ganze Zeit? Also wenn nachher entweder die Person, die rausfliegt, Wolf ist oder nicht Wolf ist, dass wir wissen, falls es ein Wolf war, wer... Also ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, dass Florentin Lars als erstes ein bisschen in Schutz genommen hat. Und als er gemerkt hat, es kippt, ist er auf den Zug so aufgesprungen. Shorty war so ein bisschen... Merke, dass er mich in Schutz genommen hat. Ja, ganz am Anfang. Das merkst du gar nicht. So unsensibel bist du. Ich wollte es nur mal gesagt haben, dass wir das mit... Das wird in die Entscheidung mit einfließen, glaube ich. Ich finde das sehr guten Hinweis. Ja. Möchte jemand Mel in Schutz nehmen noch? Auf gar keinen Fall. Gut, die Finger wandern nach oben. Wir haben nämlich so einen wunderschönen Deckencam auch. Und bei drei, Nils macht auch mit, wandern die Finger nach unten. 3, 2, 1, go. Ja, jetzt müssen wir, ist schwierig. Jetzt wieder hoch, wer auf... Wer ist auf Max? Max? Drei. Wer ist bei Lars? Auch drei. Vier. Ja, du bist doch nicht, du bist bei Lars, du zeigst doch wieder. Ich bin Lars. Okay, gut. Ja, vier. Noch? Nee, und dann reicht es. Du auch nicht. Ja, ich auch. Wo bist du? Auf wen zeigst du es? Auf Leo. Okay, jetzt nochmal Hand hoch, wer auf mich gezeigt hat. Ja, so. Das sind vier. Es ist einfach wirklich komplett. Aber rette ich ihn nicht dann, weil ich ja Quarterback bin? Nee, es gab 3 gegen 4. Ah, Mist. Hm.
Ich habe alles versucht. Ja, ich gut. Ich werde dich. Dann kommt jetzt der Anruf. In folgenden Runden werde ich es nicht vergessen. Der Tod. Ich dachte, meine Mutter kommt. Ja, ja, aber tot. Das ist nicht meine Mutter. Ich dachte, das ist deine neue. Deine Mutter hat getrunken auf und fährt dich jetzt betrunken nach Hause. Oh nein, tschüss Lars. Wir werden dich vermissen. Kann ich dein Bett haben? Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Wo ist dein Walkman? Ach nö. Oh, den kannst du hier lassen. Ey, wenn das stimmt. Ja, wir gucken jetzt mal, ob Lars eine gute Seele war oder eine schlechte Seele. Oh. Er war natürlich unschuldig. Shit. War natürlich, das bringt natürlich das gar nichts, was ich gerade vorgeschlagen habe. Ja, also ich würde schon sagen, also wir müssen ja die Informationen, die wir irgendwie kriegen können, versuchen auszuwerten. Und ja. Achso, wann darf er es überhaupt reden? Darf noch ein ganz bisschen, okay. Darf Nils noch dieses Leben zu Ende führen. Achso, weil ich dachte nur, weil man ja schon sagen kann, dass die Leute, die jetzt auf Lars gezeigt haben, klar gibt es auch den Klassiker, hey, man opfert einen Wolf, um sich selbst unschuldig zu machen. Aber wir haben jetzt schon, Max, glaube ich. Das war Selbstverteidigung. Das war Selbstverteidigung. Also, dass ich auf Lars gezeigt habe, oder wolltest du was anderes sagen? Nein, ich meine, also, wenn ich jetzt ein Wolf wäre, würde ich natürlich dann auch mitgehen und gucken, okay, das. Verstehst du? Also man bündelt sich ja schon. Okay. Also gut. Wir zwei? Schlafen wir mal gut. Drüber. Okay, schlafen wir mal drüber. Ja, es war ein anstrengender Tag. Lars leider abgeholt worden. Florentins bester Freund. Sehr traurig, Florentin. Ja. Traurig ins Bett jetzt. Aber er weint sich so ein bisschen in Schlaf. Man hört auch noch so ein bisschen die Tränen und Florentins Wimmern, während es langsam Tag wird. Nacht wird. Man hört Florentins Wimmern. Heul nicht, du! Und während Florentin so wimmert und traurig ist, dass sein kleiner Freund Lars leider abgeholt wurde, wachen die Werwölfe auf und gucken sich mal um, was da so für Opfer noch im Camp sind. Worauf haben sie Bock? Vielleicht jemand mit braunen Haaren essen? Jemand mit blonden Haaren? Nils gelbe Karte dafür. Und die entscheiden sich für eine Person. Alles klar, die Werwölfe schlafen ein. Und der Seher erwacht. Und der Seher erfährt jetzt, ob die Person gut oder schlecht ist. Der schläft wieder ein. Und es erwacht die Hexe. Und die Hexe hat natürlich offensichtlich keinen Heiltrank mehr, aber sie könnte doch jemanden töten. Möchte die Hexe das vielleicht machen? Welche Person? Alles klar. Mhm. Die Hexe schläft wieder ein. Und das ganze Camp erwacht. Es war die harte Nacht, aber geht schon. Macht jemand Pancakes? Aber leider waren die Werwölfe unterwegs und eine Person muss das Camp leider verlassen. Es gibt also doch Werwölfe. Der scheiße Mel ist weg. Gut, ne? Wir müssen natürlich ganz kurz gucken. Wer hat Mel als letztes gesehen? Nils? Sie saß eben noch neben mir und jetzt ist sie nicht mehr da. Wir gucken trotzdem, obwohl eigentlich klar ist, was Mel ist, aber wir gucken trotzdem einmal ganz kurz auf die Karte. Das wäre mal ein Move, wenn die Werwölfe einfach ein von sich töten. Ohne weiteres. Aber das ist ein Wasserwerwölfe. Also jetzt haben wir zwei Unschuldige raus, drei Wölfe sind hier noch und wir sind noch sieben Leute. Also es ist schwierig jetzt. Lass es mal nicht vergessen, was letzte Runde passiert ist. Shorty hat Lars verteidigt. Mhm. Nils, du hast Lars in den Ring geworfen überhaupt erst.
Bereust du es ein bisschen? Natürlich bereue ich es. Ein kleines bisschen. Also, du kennst deine Mutter. Du hast sie gesehen. Ja, ich sehe sie regelmäßig. Aber das hat er nicht verdient gehabt, einfach. Dass er so früh abtransportiert wurde. Aber ich, also was, nochmal, klar mache ich mich dadurch verdächtig. Aber was ich interessant finde, ist, wer steigt da drauf ein? Also wer geht da mit? Und wenn es dann so ein Cluster gibt und es haben 4 Leute auf Lars gezeigt, das finde ich dann immer schon so ein bisschen verdächtig, weil man ja als Wolf auch jede Gelegenheit nutzt, wenn jemand angeklagt ist, auch zu nichts dafür zu tun, den zu entlasten, sondern lehnt man sich zurück und ja, bitte lass dich diese Situation weiter verschärfen, dann sind wir raus. Und wenn dann 4 Leute auf Lars sehen, obwohl ich habe mehrfach gesagt, es gibt keinerlei Anhaltspunkt. Es war einfach, ich habe mehrfach gesagt, es ist komplett random. Manchmal sagt man auch, ich habe was gehört oder ich habe das. Ich habe wirklich komplett random, einfach nur um irgendwie was in Gang zu bringen. Und wir trotzdem hatten wir mit Max, mit Walle. Ich habe da nicht drauf gezeigt. Wer drauf gezeigt? Ich habe drauf gezeigt. Selber. Ich habe drauf ich weiß. Ist völlig klar. Ich will das nicht falsch. Mel, glaube ich, ja. Mel ist aber raus. Ja. Und dann wäre noch du, ne, Max? Ja, ich habe der Vierte. Wer war der angeblich der Vierte? Ich war der Vierte. Ja. Also du meinst jetzt einer, Max oder Florentin könnten da bei dir auf den Zug aufgesprungen sein, weil Mel. Ich würde es als Wolf so machen. Die Frage ist, wer ist für den Zug verantwortlich? Die aufspringen oder der am Lenker sitzt? Die Frage ist, wer ist der Wolf? Wir wollen uns nicht in metaphorischen Feinheiten hier verfangen. Wir wollen wissen, wer ist der Wolf? Und ich kann ja gerne ursächlich dafür sein, dass Lars an den Pranger gestellt wurde. Bin ich auch. Und von seiner Mutter abgeholt wurde. Aber die Frage ist, wer hat ihn noch gewählt? Wer hat die Chance genutzt, um da mitzugehen? Das Obwohl stimmt. ich mehrfach gesagt habe, es gibt keinen Anlass. Aber ich hab ihm safe gesagt, nee, lass ihn mir nicht gefallen. Er sagt hier, hey, du bist ein Wolf aus dem Wasser. Okay, stimmt, cool. Du wurdest auch angegriffen. Ja, aber das schließt sich ja nicht aus. Den kann ich es auch total verstehen. Ich meine, der hatte ja auch Ketten an und du hast eine Kette an. Ja, ich habe ja gar nicht auf ihn gezeigt. Auf wen hast du gezeigt? Auf Leo. Shorty, diese Sachen, die du gehört hast in der Nacht letzte Nacht, hast du die jetzt wieder gehört? Ich habe sie wieder gehört, ja, aber es klang genau so, aber es klang, wenn ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und auch als es so leise war in der Nacht, habe ich gehört, das klang actually gar nicht nach einer Kette, glaube ich. Aber dennoch ist mir heute Nacht aufgefallen, also wenn ich jetzt zum Beispiel wach werde morgens, dann bin ich immer echt richtig gnatschig und ich sehe noch richtig müde aus. Und Max zum Beispiel war echt hellwach. Also ich habe fast das Gefühl gehabt, der hat gar nicht geschlafen. Siehst du diese Augenringe? Moment, also du hast jetzt einen anderen Grund für Max, aber es bleibt Max. Ich bin immer noch hier. Also ich muss auch ehrlich sagen, bei Nils bin ich immer noch der Meinung, du hättest ja auch trotzdem, wenn du ein richtiger Five-Head-Move gemacht hättest, hättest du sagen können, okay, ich werfe jetzt hier einfach mal jemanden in den Ring. Aber du hättest ja, weil du weißt, vielleicht gehen die Werwölfe mit, vielleicht jemand anderen voten können, damit die Person vielleicht nicht unbedingt fliegt. Weil du hast ja, nee, wir hätten ja auch einfach dich callen. Stimmt, das macht das Zurückrudern natürlich auch nicht so ganz zurückruderig. Ja, aber Lars war auch ein starker Spieler. Er hätte ein starker Spieler sein werden können. Er hat großes Potenzial. Potenzial. Nicht. Ja. Das ist so viel Sinn. Aber ganz kurz, erklär uns deine geniale Strategie nochmal. Du verdächtigst blind jemanden, um dann anhand dessen, wer mit dir mitgeht, zu sagen, wer verdächtig. Genau. Warum pickst du dir dann einen starken Spieler? Ja, wer sagt denn, dass du dann nicht der Werwolf bist, um von dir abzulenken? Ich habe keine Entlastungsargumente, um euch zu sagen, dass ich nicht der Werwolf bin. Ich bin genauso verdächtig oder wenig verdächtig wie jeder andere auch. Ich will mich da gar nicht rausreden. Ist so. Da ist natürlich schon einfach. Hättest du denn nicht einen Werwolf blind verdächtigen können? wäre das nicht möglich gewesen? Es wäre wesentlich geiler gewesen, wenn Lars Werwolf gewesen wäre. Dann wäre ich jetzt nicht jetzt King Louis. Aber die Chance steht 3-8 oder so. Nee, 3-5. Whatever. Jedenfalls, um deine Frage nochmal zu beantworten. Nochmal, ich hab random einen rausgepickt und dann ist es für mich immer interessant zu sehen, wer nutzt diese Einladung. Weil, wenn Lars ein Wolf ist, okay, dann kannst du hinterher sagen, wer hat versucht, ihn zu verteidigen oder so. Und wenn Lars kein Wolf ist, dann siehst du, wer nimmt diese Einladung auf jemanden, den Fokus auf jemanden zu setzen und den dann auch zu wählen. Wer nimmt diese Einladung an? Weil es gab keinen Grund. Warum hast du zum Beispiel Lars gewählt? Weil wir in der ersten Runde irgendjemanden nehmen müssen. Es ist immer das gleiche Ding. Ja, ich find's auch schwierig. Es ist halt immer so das Ding. Und wenn niemand stirbt, dann hast du ewig. Aber du wusstest ja, dass Lars schon unschuldig ist. Wie? Nee, wusste ich nicht. Aha. Ich hab dir geglaubt. Wir haben die alle geglaubt, Nils. Wir waren unter deinem Zauber. Aber wenn wir jetzt nach deiner coolen Taktik gehen, dann werden ja quasi Florentin, du und Max quasi wahrscheinlich die Werwölfe, weil ihr, also Mel hat ja auch aufgezeigt, aber die ist ja unschuldig gewesen und hat gar nichts damit zu tun gehabt.
Ja. Ja, die Mel ist unschuldig. Für die lege ich die Hand. Für die lege ich Hand im Feuer. Nur ganz kurz mal als zweite Meinung. Walle, du schläfst mit Nils in einem Zimmer. Ja. Wie betrachtest du diese ganze Geschichte? Also ich hatte heute Nacht einen wilden Sextraum und ich war nicht so konzentriert auf anderes. Deswegen kann ich das nicht so richtig bewerten. Also, ja, habe ich gehört, deine Kette hat ein bisschen. Genau, falls ich gezittert habe, geklimpert hat. Also ich habe mich richtig actionmäßig bewegt. Also. Aber also ach, deswegen hat die Kette geklimpert. Vielleicht, also ich weiß nicht, was. Aber was ja, ich habe ja geträumt. Ja, schläfst du denn damit oder nicht? Ja, doch, das ist ein bisschen doof. Ja, ja, ich erdrossel mich auch immer fast. Okay. Also aus Versehen. Also ich finde aber Versehen so? Was ist mit dem neuen Walle? Das ist dieses Stirnband. Die 80s sind eine wilde Zeit. Also, ich nehme da alles mit, was ich kriegen kann. Ja, aber sorry, wo wir jetzt gerade auf Bandwagon aufspringen sind. Hier, Lars kam mit dem Dings, hey, Max ist es ums Eck und du pusht das jetzt so hier Quarterbackin hin oder her. Selbstteam hin oder her. Jetzt weil, nicht mehr. Ich weiß es nicht. Denn? Vielleicht also, ist es auch nur, hey, du bist der Wolf, weil du mir einfach vor der Flinte sitzt. Aber wieso habe ich dann Lars den Unschuldigen in Schutz genommen? Das ist ein gutes Punkt. Nee, weil du auf seinen Bandwagon aufspringen wolltest. Und ich habe mich ja nur verteidigt. Mir war das kackegal, aber ich wollte ihn hängen sehen. Sag ich, wie es ist? Wer würde Mel wählen? Ich meine, Mel ist eine sehr gute Spielerin, wie sie auch in den letzten Ausgaben unter Beweis gestellt hat. Und sie ist natürlich so ein Inside-Tipp. Also es gibt ein paar Leute, bei Florentin weiß man, du bist ein super Spieler. Das weiß jeder. Aber bei Mel ist noch so ein Geheimtipp. Und ich glaube schon, dass sie vielleicht jemand, der weiß, dass sie gut ist, natürlich auch denkt, okay, das ist so, dann nehme ich mir mal jemanden mit raus. Die kommt, weil sie hat ja auch so ein, zwei Aber Sachen. Aber das wird ja wieder für dich sprechen, weil du bist einer, der am längsten dabei ist beim Werwolf. Oder sie war einfach die Hexe, die beim ersten Mal schon hätte getötet werden können und hat sich geheilt. Oh. Es war einfach dasselbe nochmal. Ja, aber die Frage ist, wer. Nee, sie war, nicht, also, sie war nicht die Hexe, weil es nicht aufgezeigt ist. Das wird nicht gezeigt. Das wird nicht gezeigt. Genau, aber wer nicht hat auch niemanden getötet. Ich wollte gerade sagen, hätte sie da nicht noch jemanden mitgenommen? Haben sie das aber nicht wenn noch? Sie sich nicht sicher war, wenn sie sich keinen Verdacht hat, das ist gefährlich. Hat Wölfe jetzt Mel getötet oder hat die Hexe Mel getötet mit dem Todestrank? Nee, es müssten die Werwölfe gewesen sein. Weil die hatte keinen Trank mehr. Sonst wären zwei gestorben. Okay. Aber Nils, du sagst. Oder Werwolf und Hexe haben dieselbe. Nee. Naja, langsam. Ja, ich will dich richtig tot. Also sind alle Argumente jetzt. Leo. Ja, aber wer wusste das? Leo sagt gar nichts. Das finde ich schon mal. Ich habe ja letzte Woche. Ja, was hast du da? Ja, du sagst nichts. Achso, ja, ich beobachte einfach. Ja, ja. Weil ich bin ja unschuldig und deshalb muss ich ja mir meine Gedanken machen, wenn ich jetzt nächstes Wort. Das ist genial. Recht schwer gerade noch. Aber sag mal, lass uns mal deinen Gedankenteil. Öffne dich mal. Also ich habe auch was gehört nachts. Was denn? So, wenn jemand quasi sich absprechen will, aber quasi versucht halt keine Geräusche zu machen. Das habe ich gehört. Und von wo? Von da. Von da oder von da? Von da. Von da. Wo? Da. Und waren das menschliche Geräusche oder waren das? War wie so ein. Fischige Geräusche. Aus dem See. Das sind Meerfische. Meerfische. Warum rückst du das mal jetzt an? Ich muss ja. Scheiße. Wie gesagt, ich muss ja auch erstmal die Informationen alle verarbeiten. Ja, aber du kannst, also du bist ja offensichtlich der Einzige, der über fundierte Indizien verfügt. Ja. Sie zurückzuhalten ist ja strafbar. Ich habe nichts gehört. Ich habe auch wirklich gar nichts. Also ich habe das auch immer nicht gehört, was du vorhin gehört hast. Und das hast du hier aus diesem Raum gehört, oder was? Das habe ich aus Lydia oder rechts oder konkret. Oder Shorty. Ja. Aber es tut mir jetzt auch leid, das zu sagen. So, weil ich mag ja Lydia. Aber muss man sagen, Leo hat auch nur eine Position des Neuen. Da sagt man nicht einfach, okay, das sind die Bösen oder so. Man will ja auch irgendwie ankommen und wir versuchen ihn gerade zu integrieren. Ja, aber vielleicht ist eine schwierige Position, deswegen kann ich verstehen, warum man nicht direkt angreift. Vielleicht hat er aber auch ein Geheimnis und ist deswegen ein bisschen. Genau. Oder wir waren mit unseren Verdachten bisher so falsch, dass die Werwölfe nie überhaupt eingreifen mussten und jetzt sagen können, oh ja. Aber okay. Bei Leo hat nämlich auch erst geredet, als du ihn angesprochen hast. Ja, ich muss mich so nicht einmischen. Also okay, also und warum hast Walle, warum dein erster Impuls war jetzt sofort Leo zu unterstützen, ihm zur Hilfe zu kommen? Ja, weil ich ein entspannter Typ bin, ich bin einfach kein Assi. So. Die müssen, genau, also mein Vote an Leo galt ja auch nur statistischer Natur, weil ich dachte, wenn jetzt alle auf Lars gehen, der Arme und so. Und dann habe ich auf Leo gezeigt, weil ich hatte niemand anders. Also wer kann ihn so zeigen? Naja, aber du wusstest, das Ding ist ja, also das wissen wir ja alle, ne? Du bist ja ein smarter Typ auch. Echt? Und du weißt auch, in der ersten Runde hast du eine sehr, sehr gute Chance, dich unschuldig darzustellen, wenn du auf den wissentlichen Wolf zeigst.
weil du dann immer sagen kannst, hey, ich wisst ihr noch, erste Runde habe ich auf dem Wurf gezeigt. Und du wusstest genau, Leo hat niemand irgendwie erwähnt, also wird vermutlich nicht durch Zufall die Mehrheit auf Leo gehen. Du wusstest, Lars ist in dem Fokus, Max ist in dem Fokus, du kannst safe den Werwolf Leo einfach mal so anpügern und ziehst dich damit aus allem raus. Leo. Jetzt mach doch nicht noch die nächsten Verdächtigen. Ja, mach damit nicht rein. Den. Wir haben ist der nächste Lars einfach, den du vor dir. Aber es sind noch drei Wölfe da. Ja, aber jetzt lass uns doch mal voten hier. Ich habe noch eine Frage, die ist wichtig. Ja? Warum hat Nils eben eine gelbe Karte gekriegt oder irgendeine Karte? Das verrate ich nicht. Verrate ich nicht. Ey, Nils, du hast gerade sowas von verdächtig gemacht. Warum? Wann hat er eine gelbe Karte gekriegt? In der Nacht hat Nils Schabernack gemacht. Hat Schabernack gemacht, er sollte es unterlassen. Okay, Schabernack einer Natur? So. Gut, also ja, Leo und Valentin sind Wölfe. Was? Ja, klar. Das ist doch jetzt Quatsch. Also und dann irgendwas hier, Lydia noch oder was, ich weiß nicht. Ja. Der muss mich aber Lydia. Aber Nils, da habe ich noch eine Frage. Dann ist deine Taktik am Anfang ja gar nicht aufgegangen. Wenn du jetzt die Leute, die mitgevotet haben, jetzt kommen komplett außen vor lässt, sondern die anderen nimmst. Jetzt sind dir die anderen, ja. Ja, komplett die anderen. Nils war einfach lieber im Fernsehen. Ja. Ich muss mich kurz noch verteidigen dürfen, weil dass ich irgendwie super smart bin, ist eine komplett wilde Behauptung. Also, glaubst du, ich kann um so viele Ecken denken, also das war jetzt dein Ding, so, ja? Aber also, als ob ich bin Nils einmal gefolgt, ich werde nicht mehr folgen. Gut. Es tut mir leid. Mir ist jetzt nicht überzeugt. Jetzt habe ich dich. Das kann ich nicht. Jetzt habe ich dich. Alles klar. Wir sind Rudeltiere. Du würdest instinktiv mir folgen, weil ich der Alpha bin. Nee, weil ich einmal direkt komplett auf die Fresse gefallen bin mit meinem besten Freund Lars, den ich verraten habe wegen dir. Ich, weißt du was? Ich vote dich. Ja, und du hast dich verraten. Ich vote dich. Okay. Alles klar jetzt. Okay, ich will dich. Drei. Alle Hände hoch. Das wird ja Chaos keine jetzt Ahnung. Wahrscheinlich. Leo ist auch ein Scheiß. Drei, Wolf. Zwei, eins, Wolf! Oh. Wer ist auf Leo? Okay, das ist komplett. Zwei Leute. Wer ist auf Florentin? Zwei Leute. Wer ist auf Nils? Zwei Leute. Drei Leute? Drei Leute. Lol. Du? Schau, du auch. Ich hab mich. Nee. Auch du, Brutus? Du? Nee, ich. Du? Ja. Welch eine Überraschung. Okay, drei? Aber das ist ja wunderbar, das kann man ja dann... Drei, ist es 3-3? Nein. Aber ist ja nein, vorbei ist jetzt, zwei, oder? 3-2. Wie geht es immer noch? 4? 2-2-3. Du musst jetzt mal rausgehen. 7-6. Oh, das 5, ist jetzt vorbei. Du gehst jetzt mal raus. Wie ist es beendet, oder? Du gehst jetzt mal raus und dann gucken wir mal. Ich glaube, es ist Jesus. Vorbei. Tschüss, Nils. Tschüss. Okay, wir gucken das mal. Das darf jetzt wirklich nicht falsch machen. Der muss Werwolf sein. Wie kann man sich nur so verdächtig machen? Das kann nicht wahr sein. Ey, Nils. Schockiert. Ich bin sicher. Der Wolf im Herzen ist ein Wolf. Ja, das im Herzen ist er wirklich auch, ein Wolf. Undercover-Wolf. Gut, ja. Oh, ich weiß es nicht, wir gehen noch mal in die Nacht meinetwegen. Oder? Dann ist jetzt klar. Jetzt ist. Und ja, die Werwölfe wachen mal auf. Wir können so, glaube ich. Warte, ich muss rübsen. Okay. Kommt das vielleicht vom Essen? Dame. Gut, die Werwölfe wachen einmal auf, bitte. Und die Werwölfe entscheiden sich für eine Person. Und die Werwölfe haben sich für eine Person entschieden. Und einmal erwacht dann der Seher. Und der Seher will einmal wissen, welche Person ein Wolf ist und welche nicht. Und der Seher hat es jetzt erfahren. Und als nächstes erwacht die Hexe. Und die Hexe könnte noch jemanden töten, wenn sie denn wollte. Und die Hexe hat ihr Werk getan und es wird morgen. Jesus Christus. Okay, was ist passiert? Sind alle da? Ich habe Bewegung gespürt. Warte mal noch kurz. Deine Hose? Es kommt noch einmal. Oh. Gibt Vater Tod um die Ecke? Oder Mutter Tod, ja. Und der Football muss einmal weitergeworfen werden an eine vertrauenswürdige Person. Aber vorsichtig werfen. Ich darf das aber nicht kommentieren, oder? So richtig? Du bist tot. Nee, du bist tot.
Ich war noch nie im Football-Team. Ich war noch nie Footballer. Tschüss. So. Tschüss. Oh, noch der und der Tod? Du warst immer noch da. Nimm doch jemand mit. Oh, nö. Oh nein. Oh. Also dann ist es ja klar. Aber war jetzt das erste Wolf und dann? Oder? Genau. Als das erstes ja gucken wir mal, was. Wer ist jetzt rausgeflogen nochmal? Shorty war, genau. Ach, wie das ist. Okay. So. Unschuld. Und dann okay. Einmal, was denn Max war. Okay, stark. Stark, stark. Hexe. Okay. Stark, Hexe. Aber. Ja. Okay. So, Leute, dann ist klar. Gut. Wer hat denn alles auf Max gezeigt bei der ersten Runde? Da drüben. In der allerersten Runde habe ich auf Lars gezeigt. Ich habe auf Max gezeigt. Weiß ich nicht. Okay. Die ganze Zeit schon. Der war mir von Anfang an richtig. Was war deine erste Runde nochmal, Lüdi? Ich glaube dich. Stimmt, nee. Wir haben zusammen, glaube ich, auf Leo gezeigt. Ne? Was? Eigentlich wirklich? Bist du die ganze Zeit für mich verdächtig. Ja. Was? Ja, also ich versuche immer die neuen zu integrieren. Auf der anderen Seite ja. War dein erstes Statement. Neue können Werwölfe ziehen. So, das heißt, dein erstes Statement war verdächtig. Du hast dich so ein bisschen verplappert. Ja. Kriegst dich mal ganz zusammen, aber es war schwierig. Das heißt, du bist bei mir. Kannst du mal wiederholen? Ja, kannst gerne nochmal wiederholen. Können wir nochmal überprüfen. Ja. Lügendetektor-Style. Deswegen entscheidet sich es eigentlich nur noch zwischen Lili und Florentin. Ich? Ja, weil wir brauchen ja noch einen zweiten Wolf. Wir haben gerade einen verloren. Wieso kannst du es auch sagen? Wieso brauchen wir einen Wolf? Ich hab doch hier den Ball. Ach so. So meinst du es. Ja, und? Moment, aber welcher Satz hat ihn entlarvt? Ich hab den nochmal wiederholt. Also, ich glaube, er hat gesagt, ich bin nicht Werwolf. Ja, ja, also, ich erinnere mich noch an den genauen Wortlaut nicht mehr. Ja. Doch, er hat doch gesagt. Ich habe irgendwas mit den Knochen gesagt, weil du irgendwie gesagt hast, hier wären Knochen. Jetzt bin ich schuld, ja. Ja, schon. Ja, genau, irgendwas mit mich genau Schuldeingeständnis. Das, aber ich aber Lydia hat ja gemeint, hier, da achtet auf die Knochen und so weiter. Da hat sie dann Witz. Nee, von ihr nicht. Aber von dir? Ja, von mir klar. Ach so, ja, das war mir nicht so klar. Okay, ach gut, so. Dass wir es geklärt haben, dann bist du natürlich wieder fein raus. Bin ich wieder raus? Okay, nice. Ja. Bin ich zufrieden. Aber warum kannst du kein Wolf sein? Das check ich jetzt nicht. Naja, also, warum sollte ich sonst den Ball bekommen? Schau, die hatte höchstes Vertrauen in mich. Wir haben gesehen, sie ist unschuldig. Du hattest beim ersten Mal Leo. Ja. Dann hast du gerade aber auch Nils gehabt, ne? Ja. 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 Also bei Leo wissen wir es ja nicht. Im Dienst ist echt doof gelaufen, aber ich glaube, da stimmen wir alle überein. Das war höchst verdächtig. Ja, das war eine absolute Abrissbirne hier im Camp. Eben, das ist halt wirklich, es tut mir auch leid. Also jetzt im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich irgendwie Nils besser gelesen. Vielleicht ist er mal ein bisschen leiser im nächsten Camp oder so. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass du dir einfach da viel Platz schaffen wolltest. Oder verdächtig nicht alle. Also ja, oder genau, das ist ein Problem. Viel. Ja, oder? Ja. Um von dir abzulenken oder... Ach so, nee, aber er hat mich ja auch die ganze Zeit quasi im Kreuzfeuer so leicht gehabt. Da fühlt man sich dann auch ein bisschen verraten einfach. Aber natürlich. Wir haben dich ja gar nicht verdächtigt. Nee, ihr nicht. Aber also ich weiß ja, wer ich bin. Ach so. Und es brauchen ja noch zwei Wölfe. Okay. Das heißt, zwei Drittel. Okay, also ich bleib bei Leo, weil... Aber wissen wir denn eigentlich, ob der Seher noch da ist? Oder also wird es da angezeigt? Nee. Okay, also da wird auch Unschuld angezeigt. Okay. Ja. Ach so. Alles klar. Okay. Und Hexe auch. Aber die Hexe, ja. Oder ist die Hexe jetzt gerade gestorben? Nee, das wissen wir nicht. Also, ich glaube, die wird immer noch genannt, obwohl sie vielleicht auch schon weg sein könnte, oder? Sie hat ja gerade getötet. Achso, sie hat ja gerade Max getötet. Oh. Also muss ja entweder Nils die Hexe gewesen sein. Ja, richtig. Oder Shorty. Jemand anderes, der eingegriffen hat. Ja. Gut. Oder noch da. Einmal sagt jemand ganz schnell, wen verdächtigst du? Leo, warum? Aber warum? In einem Satz. Weil du die ganze Zeit nichts gesagt hast und keine... Sorry, ich muss mich erstmal akklimatisieren. Du bist gar nicht dran. Und nie ein Argument gegen ihn, sondern eher für ihn, weil sein Bruder ja auch schon mal Werwolf war. Okay. Wen verdächtigst du und warum? Ja. Ich verdächtige Lydia. Warum? Weil mir da zu viel Geräusche herkommen. Ja. Florentin, du? Ich lag bis jetzt mit meinen Verdächtigungen jedes Mal komplett falsch. Ja. Deswegen habe ich jedes Selbstvertrauen verloren und habe wirklich keine Ahnung gerade. Okay. Ich habe... Du bist schon nicht mehr dran. Jetzt ist schon Valentin dran. Ja, also für mich ist es auch nicht ganz leicht, aber ich meine, das Leo-Ding habe ich ja gerade schon ein bisschen begründet. Das tut mir auch so ein bisschen leid, auf den Neuen zu gehen. Das ist immer ein bisschen asi, aber wenn man nur die Indizien hat, ich bin auch leider ein bisschen bei Leo. Okay, man muss natürlich jetzt nicht den Vot folgen mit dem Finger, aber bei drei machen wir den Finger hoch und dann ist jetzt hier Tabula Rasa. Ja, scheiße. Drei, zwei, eins, go. Alle auf Leo? Ja, und Leo auf Lüdi. Ja, okay. Dann Leo, es tut mir leid.
Wäre ich jetzt auch abgeholt. Ja. Ich weiß ja nicht, ob es mir leid tut. Ich könnte. Ich hatte die immer noch. Aber du könntest das rauslesen aus diesem Boot hier gerade. Ja, ja, doch, kann man schon ein bisschen was lesen, finde ich. Aber kommt jetzt auch dann natürlich auch auf die. Naja, gucken wir mal. Die Karte da an. Ja, gut, das ist ja. Ja, das ist natürlich jetzt. Das ist doch ein Was? Ich habe meinen Ball verloren. Könntest du mir meinen Ball bitte Ja, den wir müssen aber auch verlieren. Haben die Werbung natürlich gewonnen? Ja, scheiße, ich wollte gerade sagen, kann man ja nichts mehr machen. Ja. Och Mann, ich bin ja der schlechteste Football-Coach. Oh, hättest du es überhaupt da rausreißen können? Guck dir die an, Schweine. Walle, Mensch. Oh Mann, ihr wart aber auch gut. Gemein und gut. Gut, wollen die anderen einmal zurückkommen zur ganz kurzen Diskussionsrunde? Das ist stark. Das war mein erstes Mal. Das haben wir ja gerade gesehen. Das sind ja die Guten gewesen. Das waren die Guten. Ja. Verdammt. Also außer mir. Das tut mir so leid. Verdammt, ist schon verdammt. Du hast das gut gemacht. Aber du hast einen schwierigen Kram. Ja, Nils, was war das denn? Du hast einfach alle erst die eine Gruppe vereinigt und dann komplett die anderen. Nee, es war mir zu ruhig. Hier war irgendwie in der ersten Runde, keiner hat was gesagt. Also da habe ich gedacht, da mache ich mal ein bisschen ein paar Fässer auf, dass hier was passiert. Ja, waren viele vielleicht. Ja, aber das ist nicht schlimm. Nächstes Mal sage ich gar nichts. Du warst die Hexe, aber auch nicht der Boss. Genau, und das war super problematisch am Anfang, weil ich dann erstmal checken musste, fuck, ihr habt mich gewählt, natürlich rette ich mich so. Und dann so, jetzt will ich jetzt jemand anderen? Genau. Nee, lieber nicht, weil dann wisst ihr erst, wenn die Hexe bin. Das ist der Worst Case, wenn man in der ersten Runde die Hexe erwischt. Das ist echt hart. Genau, Leo hat sich jetzt gerettet in der ersten Runde. Das war echt ein Problem für mich, weil ich dann überhaupt nicht mehr wusste, was ich. Weil eigentlich habe ich mir gedacht, okay, ich bin die Hexe. Das heißt, erste Runde chillen so. Erstmal lieber Licks machen so. Ja, und dann. Können wir schon die Karten sehen. Aber eigentlich war schlau, dass du gesagt hast, so, ja, ich überlege erstmal, guck mir alles an, weil das. Ja, sorry, also das ist ja, wirklich so. Pass mal auf mit dem. Aber richtig guter Call, dass ich dann mir erst. Ja. Aber Walle, kannst du noch mal erklären, ich wollte dich zu sehr hinterfragen, aber warum warst du jetzt so gegen Leo noch? Weil ich keine anderen Indizien hatte. Okay. Und da muss man ja irgendjemanden wählen. Und das war wirklich der einzige Satz, den ich überhaupt hätte sagen können, weil dein Statement war halt einfach so. Ja, ich erstes Mal anschwärzen, aber mir ist nichts, ich konnte nichts aufgreifen. Das ist das Ding. Das war echt gemein. Und bei dir habe ich eben noch so dieses. Als ob du so sagen willst, nein, nicht nochmal den gleichen, sondern jemand anderen. Ich war übrigens die Seherin und ich habe in der ersten Nacht sofort Florentin aufgedeckt. Aber wie soll ich ihn anschuldigen, wenn niemand gestorben ist aus dem Nichts? Oder der halt. Aber hast du mich dann nicht auch noch verteidigt? Nee, und dann gesagt, ich nicht. Aber du hast gesagt, ich habe Lars verteidigt, ja, genau. Was mich rückwirkend sicherer gemacht hat. Leider, genau. Wo ich, sehr, ich wollte halt so ein bisschen. Ich habe nicht getötet. Das nicht verstanden. Bis heute nicht. Ja. Aber Schotti, du hast echt ihn gehört, einfach straight in der ersten Runde, oder was? Es war ja komplett richtig. Ja, stimmt. Das war ja komplett richtig. Nein, das ist immer der Klassiker. Genau, Nils hat gelbe Karte bekommen, weil er Valentins Kette einfach geraschelt hat. Und mir ist so froh, dass mir das noch eingefallen ist, weil ich habe das ja gesehen, wie du das gemacht hast. Und dachte so, scheiße, ich muss das jetzt ansprechen. Genau, und auch während der Werwolf-Phase hätte er vielleicht auch erkennen können, dass Valentin gerade interagiert mit irgendwie. Ja, das war einfach nur ein dummer Gag. Den hätte ich mir verkneifen sollen. Aber ich habe das war schon in Ordnung. Für dieses Rascheln. Du hast alles. Okay, das ist irgendwie lustig. Genau, ich dachte, man kann sich vielleicht fühlen, ob er ein Werwolf ist, wenn er gerade interagiert. Aber ganz kurz, ich wusste ja, dass du das mit der Kette warst. Und deswegen hat das den Werwolf-Verdacht für mich noch erhärtet. Weil wie macht man das denn mit geschlossenen Augen? Wie gut kennst du meinen Hals? Trotzdem krass, das richtig verstanden. Dann gehen wir mal ganz kurz in die Werbung und ihr könnt in der Zwischenzeit voten, wer denn am geilsten gespielt hat. Und da wird das unten nochmal eingeblendet hier. Wie heißt das hier? Aufrufezeichen WW und dann die Person, die am geilsten gespielt hat, die startet mich dann als Coach und wir sehen uns gleich wieder nach einer kurzen Unterbrechung. Mal kurz frische Luft holen, ne? Im Camp. Ja. Football. Hey Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten, oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Willkommen zurück zum Sommercamp. Hallo. Hallo. Hey. Hi. Oh, das ist ja aber wild, ne? Wow. Mit diesem ganzen Werwolf-Morden. Ja, wir lösen das erstmal mal aus, wer der geilste Spieler oder Spielerin war. Und es war heute. Dankeschön. Und dann darf ich noch was Dummes verraten. Genau, bevor wir jetzt
die nächste Runde starten, verrät Lars noch was Dummes. Also, ich war nervös, als ich die Karte bekommen habe. Und ja, ich war an meinem Handy. Das war kein Walkman. Das letzte Mal, als ich mitgespielt habe, waren wir noch im Mittelalter. Und da waren wir noch die Dorfbewohner. Und jetzt habe ich am Anfang bei einer Rolle nicht aufgepasst. Das weiß ich noch. Am Anfang habe ich bei einer Rolle nicht aufgepasst. Dann bekomme ich die Karte und lese Unschuld. Und da ist so ein Lamm drauf. Und ich google so, was zur Hölle ist das für eine Karte? Ach, hast du die Unschuld oder das Unschuldslamm? Wie muss ich mich verhalten? Oder wie muss ich besonders unschuldig rüber? Und ich wusste die ganze Zeit nicht, was meine Rolle war. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Ach ja. Ah, okay. Ja, gut. Das wollte ich noch kurz verraten. Also, wenn Unschuld bei euch draufsteht, die jetzt gerade nicht Unschuld hat, das ist einfach nur ein Dorfbewohner. Also, was nicht von Camp. Camp. Ja, Camp. Campbewohner. Campbewohner. Wie heißt unser Camp? Die neue Runde, neue Figuren. Wir haben jetzt zweimal die Unschuld, Lars, den normalen Campbewohner, rausgenommen und haben dafür jetzt Amor drin. Kennt ihr vielleicht? Amor wird in der ersten Nacht ganz am Anfang geweckt, zeigt auf zwei. Ich gehe einmal rum, vielleicht gehe ich rum. Ja, ich gehe rum mit einem Stock und hau mal zwei Leute an. Und die öffnen dann die Augen und gucken sich immer sehr verliebt an. Und die bilden dann quasi ein drittes Team und müssen versuchen, zusammen zu überleben. Weil wenn eine Person von den beiden stirbt, stirbt auch die andere Person. Und dann haben wir noch den Jäger. Das heißt, wenn der Jäger rausfliegt, dann darf der noch einmal mit seinem Schießgewehr vom. Das warst doch du immer. Das war ich letztes Mal immer, genau. und darf dann noch mal als letztes noch mal kurz vorm Tod noch mal mit seinem Schießgewehr ballern auf eine Person, die er verdächtigt. Muss er aber nicht. Ne? Also es ist einfach komplett ihm überlassen. Muss er nicht. Muss er nicht. Er muss nicht zeigen. Muss, und er muss nicht schießen, aber kann er natürlich. Ja. Und wer lässt sich das denn entgehen? Allerdings. Gut, ich verteile die Karten. Gibt es noch Fragen? Nö. Nein. Nö. Gut. Nö. Wie nennen wir unser Camp? Wohnhausen? Gut, ich verteile mal die Karten. Also noch zu sagen, zu den Verliebten ist natürlich klar, dass ihr größtes Ziel ist, dann gemeinsam zu überleben, weil dann gewinnen sie, ne? Das habt ihr hoffentlich verstanden. Ja, ja, ja. Gut. Bohnenfeier? Einmal weitergeben. Bohnenfeier? Wohnraum? Und das ist deine Karte, lieber Florentin. Gut. Ja, seid ihr bereit für die nächste Runde, alle? Mhm. Gut. Mhm. Wer muss da googeln gerade? Schon wieder unten. Ja, und das Camp hat, glaube ich, auch noch einen Bock, oder Florentin? Was sagt der Fußballspieler? Ich würde sagen, wir sind eine gute Truppe. Ist doch völlig egal, was letztes Jahr passiert ist mit diesen Versagern, die mit diesen scheiß Werwölfen zu tun hatten. Die alle ermordet wurden. Wir haben hier eine gute Zeit, okay? Wir sind Bohnenraum. Yes. Lass einfach eine gute Zeit haben, okay? Ja. Ja, Mann. Los geht's. Schlafen geht's. Genau. Es geht direkt ins Bett und spielt angekommen. Die Betten wurden jetzt verteilt. Florentin nicht so ganz froh, dass er wieder neben Lars schlafen muss. Leider ist es so gekommen. Das letzte Bett neben Lars bleibt meistens über in diesen Camps. Und ich weiß gar nicht, was das hier soll. Und tatsächlich erwacht heute als erstes der Engel der Liebe, Amor. Und Amor öffnet die Augen und Amor zeigt auf zwei Personen, die sich lieben. Es gab ein paar Kommunikationsfehler, Probleme mit Amor. Und Mel muss mal ganz kurz ihre Füße hier einziehen, weil ich gehe rum und tippe jetzt die Verliebten an. Die einmal hier komplett rum. Und wenn ihr gleich einen Stoß fühlt, dann werdet ihr hoffentlich jetzt wach werden und die Augen öffnen und euch verliebt in die Augen schauen. Vielleicht ein paar Küsschen herüberschicken zu eurer Liebsten oder eurem Liebsten und dann wieder einschlafen. Und als nächstes steigen die Werwölfe diesmal aus ihren Betten, weil das Ganze mit dem Fluss hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Deswegen steigen sie einfach nur aus ihren Betten und öffnen die Augen. Und die Werwölfe schauen sich erstmal an und denken so, hä, du bist auch Werwolf, krass. Hätten wir das mal gewusst. Und die Werwölfe entscheiden sich für eine Person, die sterben soll.
alles klar. Und die Werwölfe haben sich endlich entschieden. Und als nächstes erwacht der Seher. Und der Seher kann sich einmal überlegen und einmal auf eine Person zeigen und dann auch wieder einschlafen. Der Seher erwacht lieber noch mal ganz kurz auf. Weil nicht, dass es dann irgendwie zu Kommunikationsschwierigkeiten kommt. So. Und als nächstes erwacht die Hexe. Die Hexe kann entweder eine Person retten. Und die Hexe könnte aber auch noch eine Person töten. Und die Hexe schläft wieder ein. Und das Dorf erwacht, das Camp erwacht. Schön. Guten Morgen. 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 Oh, lieben, oh, auch nicht ihr schon wieder. Oh, nein. Oh. Oh nein. Tschüss, Leute. Dem Tod von der Schiffe würde auch gar nicht kommen. Das wäre auch gar nicht meine Mama gewesen. Aber ich wäre mitgegangen. Ah. Schön. Hey Leute, kann es sein, dass Max nicht zum Frühstück erschienen ist? Sag du uns doch, was da passiert ist. Ich weiß es nicht. Wer schläft dann neben Max? Also ich habe gestern vor dem Einschlafen noch Panini-Bildchen mit ihm getauscht. Ich habe Goldenen Franz Beckenbauer bekommen. Vielleicht war er so traurig, ist er irgendwie nicht. Meinst du, der ist freiwillig gegangen? Weiß ich ja nicht. Ich habe gepennt. Wobei, ich habe da mal was gehört von der Parallelklasse von diesen. An diesen Nerds, die haben mal irgendwas erzählt, dass es hier letztes Jahr irgendwie mal so eine merkwürdige, komische Sache gab. Mit diesem See, ja. Mit diesem See hier, genau, der, wo wir auch sind. Wie sind wir überhaupt hierher gekommen? Ja. Ich habe schon häufiger mal so Geschichten gehört über dieses Camp. Das ist der einzige Jugendcamp in der Nähe. Okay, okay. Und da ging es anscheinend einzige, was wir uns leisten können auch. Ja. Sehr billig. Wir sind durch diese Vorfälle sehr billig geworden. Ja. Und was ich gehört habe, ist, dass hier Vampire umgehen. Und vielleicht haben die Max geholt. Hey Coach, hast du nicht eine pädagogische Verantwortung? Du kannst eigentlich sowas nicht im Camp erzählen. Ich bin der Quarterback. Ich bin einer von euch. Und meine Verantwortung bezieht sich rein auf sportliche Football-Angelegenheiten. Aber da sind wir jetzt ja sicher, weil es ist ja Tag. Da könnten die Vampire ja nicht unter uns sein. Das heißt, das stimmt. Keiner von uns hier gut. Ist ein Mörder. Okay. Kann ich entspannt sein. Also ich muss ja sagen, ich habe heute ein bisschen unruhig geschlafen, weil die Betten hier neben mir auf der linken Seite, die haben sich so, irgendjemand hat sich da so rumgewühlt. In welcher Zeit? Das kann ich nicht genau sagen. Ich habe gar keine Uhr mit. Das muss ich, Handy, Uhr, muss ich alles zu Hause lassen. Und Shorty ist im Chor, die hat ein gutes Ohr. Ja. Die hört viel. Ein gutes rechtes Ohr hat sie, weil das linke sagt. Aber ja, was hast du genau gehört? Ich weiß nicht. Es wäre irgendjemand in der Nacht aufgestanden oder hat sich bewegt oder so. Ich kann es nicht genau sagen. Aber aufgestanden. Es war auf jeden Fall unruhig. Aber da aus der Ecke, ne? Ich würde eigentlich sagen, so aus der linken Seite. Ja, da habe ich auch gegen Ende der Nacht bin ich kurz aufgewacht und habe so ein Rascheln gehört. Da im Laub. Also ich kann das so bestätigen. Und was für eine Art Rascheln? Ja, so Laub. Laub. Ja. Ich würde sagen, dass es Laub ist. Laub. Ja, das könnte sein. Hier sind Knurpsen und Knarzen. War noch dabei. In welcher Ecke jetzt? Ja, in der so. Es war weiter weg von mir, das habe ich gemerkt. Ich konnte deswegen direkt wieder einschlafen. Ja, bei mir war es halt relativ nah, deswegen hatte ich dann. Ich habe eh immer ein bisschen Angst in der Nacht und dann. Und war das bei dir auch Knurpsen und Knarzen oder was gerollt? Ich kann es nicht so richtig definieren, weil mein Magen hat die ganze Zeit geknurrt und ja, da war ich auch ein bisschen abgelenkt. Das war das Einzige, was ich gehört habe. Nee, ich habe tatsächlich exakt wieder das Gleiche gehört wie in der letzten Runde von da hinten. Und so langsam glaube ich, ich bin vielleicht ein bisschen paranoid. Aber ich höre das. Ich weiß nicht, ob das deine Kette ist, die einfach. Das ist der Style. Aber es kann wirklich sein, dass es irgendwie ein Getränk ist oder so. Am Max ist ja raus. Hast du nicht gerade gesagt, dass du Hunger hattest heute Nacht? Ja. Und jetzt? Okay, das klingt weird, aber ich bin super krüsch und ich esse nicht so viel. Und immer in solchen Camps da. Also ich mag kein Brot, ich mag keinen Toast. Und deshalb isst du dann junge Kinder. Deswegen junge esse ich dann Kinder. Junge Kinder.
Nicht alles in auf dem Gymnasium, was heißt Krüsch? Jemand, der sehr wählerisch ist bei Essen. Ach so. Klingt eher nach einer regionalen... Verstehe. Also ich trinke eigentlich auch nur Wasser und deswegen wundert euch nicht, wenn mal der Magen knurrt irgendwo. Mhm. Okay, also du hast gehört, neben dir kannst du das noch ein bisschen eingrenzen. Also verdächtigst du mich oder sagst du... Also bist du eher wie bei Valentin, der jetzt... Du hast jetzt eher nicht in Richtung... Nee, eher so die Ecke. Ja, ich hätte auch tendenziell gesagt, nicht direkt mein Bettnachbar, sondern eher so... Aber dann ab mir? Ja, ab mich. Oder ab mir. Wir brauchen Namen, wir müssen Telefonnummern eintippen für die Eltern. Ja. Wir müssen genau wissen, wen du meinst. Telefonwelle. Hm. Ja, hat denn von euch niemand etwas gehört? Telefonkette. Lawine. Lawine hier bei drei Fragezeichen. Nils hat niemanden gehört dieses Jahr? Ja. Ich habe einmal, als ich, ich musste einmal kurz schmunzeln und dann musste Walle auch schmunzeln. Und das hast du gehört? Ja, also es war so ein... So? Das war. Und dann, und also das klang so, als wenn sein Kopf eher unten gewesen wäre. Und das war aber in der Phase, als die Werwölfe gerade aufwachen sollten. Und das Kommando war, also es wäre okay gewesen, wach zu werden, aber du hattest noch nicht das Kommando gegeben. Du hast irgendwie nur so gesagt, die Werwölfe, bla bla bla. Und jetzt werden sie wach. Und kurz davor hast du halt, das, und das klang so, als wenn dein Kopf unten gewesen wäre. Aber das sagt nicht so viel aus, weil. Danach kam erst das richtige Kommando, Augen aufzumachen. Aber deswegen, das war das Einzige, was ich gehört habe. Also das Einzige, was wir haben, ist Shorty, die uns... Aber stimmt doch, oder? Ja. Aber Lars hat nichts gehört und ich habe auch nichts gehört. Hat sonst noch irgendjemand was hinzuzufügen? Oder wir dran? Was denn? Bestätigen. Was genau? Mit dem, was Shorty gesagt hat. Ja, genau. Ich habe da auch was gehört. Genau, Leo, bei dir? Ich habe absolut nichts gehört. Aber sonst irgendwelche... Ja, ich finde es komisch, dass Walle das von da drüben hört. Nee, es war halt wirklich lautes. Ach, du hast ja auch laut gehört. Ja, eben, das kommt auch. Das dazu. Ist doch gar nicht im Schlafsaal. Ja, das kann ja auch ein Tier. Ich war im Halbschlaf, was weiß ich, was ihr da gemacht habt. Ja, okay. Also, ich habe dir das wieder reingetragen aus von euren nächtlichen Streifzügen. Das klebt an euren Pfoten. Aber dann ist es doch schon weg. Also dann zeig doch mal deine Hände. Lustige ist er dann weg. Dann zeig doch mal eure Hände. Dann macht das ja nicht so Geräusche. Nicht so aber kann sein. Ich habe die Nacht noch ein paar Bälle geworfen. Ja, okay, jetzt ist es raus. Ich muss trainieren für die Playoffs. Aber dann hast du es ja gesehen, oder nicht, was passiert ist. Ist dir nichts aufgefallen, wenn du wachst? Ich habe mein Auge immer nur aufs Ziel. Okay. Wie heißt das denn beim Football? Die Glocke. Die Urne. Ja, gut. Also wir drei sind die Einzigen, die verdächtig sind. Ich auch. Oder? Ich dachte jetzt, was du gesagt hast, wir drei. Ab mir? Ja, ich denke, weiß wieso. Okay. Gut. Aber dann müsstest du ja auch was gehört haben. Dann würde ich jetzt mal die Finger hochmachen. Es ist schon soweit. Ja. Nils, du machst auch mit. Lars. Und bei drei geht's rund hier. 3, 2, 1, go! Okay, ich sehe 3 Finger auf Lydia. Stimmt das? Wie viel, Lydia? Okay, dann sehe ich hier Nils. 2 auf Nils? Sorry, ein auf Nils? Random, komplett. Und wer ist noch da? Die 3, die können wir auch vergessen dann, glaube ich. Und dann sind es einfach nur 3 Finger, die auf Lydia zeigen. Mama, ich habe keinen Bock mehr, hol mich ab. Tschüss. Gutes Acting. Schieren wir. Tschüss. Kann ich die Jacke haben? Ist dir zu kalt? Nee. Nimm ich jetzt. Das war nicht ihre Mutter, die sie geholt hat. Das war gut, dann gucken wir doch mal auf ihre Rolle. Und wir gucken mal auf ihre Rolle. Yes! Tatsächlich ein Wort. Shorty. Okay. Hammer. Okay. Das Ohr. Ich werde nie wieder. Gut. Wer hat noch auf Lydia gesetzt? Das werden wir nach dieser Runde erfahren, denn jetzt werden wir erstmal kurz einschlafen. Und als erstes in der Nacht heute erwachen die Werwölfe. Und die Werwölfe entscheiden sich jetzt für eine Person, die sie rauskicken wollen. Die Werwölfe haben sich entschieden. Und als nächstes erwacht der Seher. Und der Seher darf sich entscheiden... Und eine Rolle erfahren, die er erfahren hat. Und als nächstes
erwacht die Hexe. Und die Hexe erfährt, welche Person rausfliegen soll und darf Emma entscheiden, ob sie die Person retten möchte. Aber die Hexe darf natürlich noch jemanden töten. Wer hat sie darauf verborgen? Und die Hexe hat tatsächlich sich entschieden und es wird Tag. Oh, hat. Nein, Coach. Und der Coach darf noch den Football weiterwerfen an jemanden? Yay! Ich dachte, du wirfst ihn direkt weiter. Yeah. Hätte passieren können. Und tatsächlich nur eine zweite Person wird abgeholt. Aha. Dann war ja einer die Hexe, ne? Hm. Oder der Jäger. Ah ja, und jetzt gucken wir natürlich erstmal, erfahren wir erstmal Florentins Karte. Ja, warte mal, die Hexe nicht. Nee, der Jäger müsste, glaube ich, bei mir gehen. Yes! Ein Wolf. Wow. Und dann einmal Mel. Und schon. Okay. Infos. Infos. Wir haben 12 von 3. Jetzt fass doch mal zusammen, was da passiert ist. Die Hexe hat auf jeden Fall einen getötet. Ich überlege gerade, ob es doch der Jäger, aber der Jäger kann ja nur töten, wenn er raus ist. Genau. Das heißt, es kann nicht der Jäger gewesen sein. Also die Hexe hat Florentin getötet. Na, warte mal ganz kurz. Wenn jetzt Mel. Aber weiß sie das? Wenn Mel der Jäger gewesen wäre, wird sie ja nochmal gefragt, aber erst wenn sie abgeholt wird, ne? Ja. Dann schießt sie einfach. Genau, aber erst, also jetzt, wenn alle es schon sehen. Ja. Genau, das heißt, es war nicht der Jäger, das heißt, sie war auf jeden Fall dann vermutlich die Hexe, aber dann hat sie. Jäger und Hexe? Nee. Aber wieso? Nee, also die Hexe hat getötet. Die Hexe hat auf jeden Fall. Aber die Hexe lebt wahrscheinlich noch. Ja. Weil die Hexe hätte sich sonst selbst gerettet. Ja. Aber hätte. Ja. Aber woher war. Ja, das heißt, die Hexe hat einfach mal gesagt, Florentin kommt mir verdächtig vor. Ja, aber gab es denn einen Grund, warum Florentin hätte verdächtig sein können? Also, wen hat er denn gewählt? Also, wir haben ja am Anfang, richtigerweise, haben wir drei auf jeden Fall einen Werwolf. Lüdie. Du warst es auch, Walle, nee, ich habe nicht auf Lüdie gezeigt, ich habe auf Florentin gezeigt. Okay. Also habe ich tatsächlich. Okay. Also, weil ich dachte, ihr seid da schon alle bei Lüdie und wir haben ja aus der Ecke was gehört. Wir haben sowieso uns schon für einen entschieden, dann kannst du jetzt den Verdacht von dir weglotsen. Nee. Wir zeigen ja alle gleichzeitig. Das heißt, ich dachte mir eh, Lüdie ist näher an euch dran, ihr zeigt da drauf. Ich gehe mal Florentin. Weil ich habe ja eine Ecke nominiert. Das heißt, hier hätten auch alle auf Florentin gehen können, weißt du? Also, es war einfach nicht klar, wen wir wählen. Es war nicht klar, wen wir wählen. Wir haben das ja nicht absprechen können. Wieso bin ich jetzt verdächtig? Ich habe hier dieses Knupsen und Knarzen, war bisher. Shorty ist bei mir ja, super richtig. Einfach. Ich meine nur, es ist ja ein smarter Move, wenn du merkst, okay, Lüdie ist eh von drei Leuten erschossen oder tot, die ist eh weg. Jetzt könntest du, wenn du Werwolf wärst, deinen Verdacht von. Da muss ich aber auf Valentin kurz in Schutz gehen. Wir haben 3-2-1 gemacht, ihr habt euch vorher nicht abgesprochen, wen. Nee, ja. Und ganz kurz, ich nur, selbst dann, nee, ja, wenn ich sie so smart, weil wenn ich das schon wüsste, alle gehen auf Lüdie, gehe ich doch mit auf Lüdie, weil sie ist eh dann und dann würde ich mich doch sozusagen aus der Werwolf-Nummer rausziehen. Auch eine Strategie. Ich muss aber auch sagen, ich war auch nicht sicher, wer von den dreien ich wählen sollte. Deswegen war es auch einfach so eine Blitzentscheidung. Deswegen kann ich auch verstehen, dass du tatsächlich dann einfach Florentin genommen hast. Und turns out war ja auch ein Werwolf. Yeah. Aus meiner Wolf-Perspektive, die du mir unterschieben willst, eine dumme Wahl dann quasi. Nee, es wäre auch eine Strategie gewesen, aber ich weiß, was du meinst. Es ist jetzt kein super Verdacht für mich. Leo, auf wen hast du gezeigt? Nur kurz. Ich auf Walle, glaube ich. Walle? Ja. Ich möchte noch, also ich habe ja, wie wir schon festgestellt haben, ein relativ gutes Gehör. Ne? Ja. Ja. Wie ein Wolf? Nee, nicht so gut. Nee, wie Nils eben. Der auch. Nicht so gut. Ich habe ja auch schon alles getan, um Werwölfe rauszuwerfen, beispielsweise hier direkt Lydia. Ich meine tatsächlich, Nils oder Lars, einen von euch habe ich, glaube ich, in der Nacht gehört. Ihr müsst ein bisschen leiser sein. Weil wir sind schon relativ weit auseinander. Also das ja, ich bin mir nicht sicher. Ja, ich habe ja beide Ohren sind gut. Und dann kann ich es nicht so richtig orten. Aber vergiss nicht, vertraust du eher auf dein Gehör oder darauf, dass wir drei zusammen dafür gesorgt haben, dass ein Werwolf rausgeflogen ist?
Ja, man kann ja, auch in der, also ja, man kann ja aber auch in der ersten Runde jetzt, du hättest wahrscheinlich, also es war ja wirklich auch drei Leute, die nebeneinander saßen. Genau. Das hätte ja, jeder von uns hätte ja einfach irgendwen voten können. Dementsprechend hättest du vielleicht auch einfach, vielleicht ausnahmsweise auch mal einen Werwolf voten können, weil es wäre vielleicht sogar gar nicht passiert. Ja, aber würde ich das riskieren wollen? Also ich habe sie gewählt, weil ich deinem Gehör vertraut habe und du gesagt, du hast da was gehört und ich, du hast gemeint, ich eher nicht, ich weiß ja, dass ich es nicht bin und das ist realistischer dann der Nächste. So, das war einfach meins und du hast da gehört. Also wir haben, Fakt ist, wir drei haben Lydia rausgeschmissen. Ja. Fakt ist, Walle hat auf Florentin gezeigt beim ersten Voten, ne? Und Fakt ist, Leo ist der Einzige, der auf jemanden gezeigt hat, du hast auf Walle gezeigt? Gut, wenn du jetzt auch wolltest. Warum? Aber dann wärst du der Einzige, der... Weil ich das komisch fand mit diesem Laub und was er da gesagt hat. Das hat er überhaupt nicht aufaddiert. Also das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja, also, das ist ja erstmal nur ein Geräusch, das man hört. Also, naja, gut, aber also. Wenn Shorty sagt, sie hört ein knarziges Geräusch und er sagt, ja, ich habe Laub gehört, dann klang es für mich so, als würde er da aufspringen wollen und eben die Aufmerksamkeit von sich weglenken will. So klang das für mich. Also über diese... Aber rein faktisch waren da ja eine Menge Wölfe so. Das <same. lacht> Nein, wir müssen aber das jetzt. Einfach. Hatte ja mit dir nichts zu tun. So. Also, okay. das war ja ihr Call. Ich weiß, was du sagen willst. Ja, ja, ja. Okay. Mhm. Ich bin nochmal in mich gegangen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich dich in der Nacht gehört habe. Du warst leise, aber ich habe dich noch leicht gehört. Ich meine, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es klingt für mich natürlich super verdächtig. An welcher Stelle der Nacht ist? Naja, immer zu der Zeit, wo sich Böses rumtreibt, würde ich sagen. Mhm. Okay, dann weiß ich aber trotzdem nicht, wieso ich dann dafür gesorgt habe, dass der Werwolf vielleicht als erstes fliegt. Weil dann hätte ich ja wirklich einfach random, gerade in dieser ersten Runde, wo man sich nicht verdächtig macht, wenn ich irgendwo hinzeige, hätte ich doch als Werwolf locker auf einen Nicht-Werwolf. Ich glaube, das war genau der Move. Ja, wegen der Strategie, die du mir eben unterjubeln wolltest. Ja. Das ist tatsächlich ein bisschen kluger Kopf, also... Aber muss man das schon alles solche Opportunisten, das ist echt ein Wahnsinn. Runde, wo jetzt super ist random ist, wo jetzt ist ja ein tolles Argument. Ich würde es eher in der ersten Runde, glaube ich, machen. Ja. Weil da ist es ja entscheidend. Und dann hätte man auch sagen können, wenn jetzt ein Werwolf rausgekickt wird, dann ist natürlich, oh, du bist auf jeden Fall safe. Also vielleicht einfach mal jemanden geopfert dafür, dass du halt unschuldig bist. Es ist eine Strategie, aber ich finde es ein bisschen zu sehr um die Ecke gedacht. Okay. Als das, also ich meine, das Risiko ist relativ hoch. Ich habe hier einen Werwolf rausgewählt. Wer ist noch rausgewählt worden? Wer war noch Werwolf? Gut. Florentin. Aber der wurde nicht rausgewählt, oder? Nee, der wurde von der Hexe. Von der Hexe. Ja, das ist natürlich auch die Frage, wer ist die Hexe? Also, Walle hat Florentin in der ersten Runde gewählt. Kannst du nochmal erklären, warum du das gemacht hast? Ja, einfach wieder wegen dieser Eckvermutung. Also, ich hätte einen von den dreien wählen können. Gut, wir drehen uns hier gerade schon im Kreis. Genau, das hatten wir alle schon gehört. Von daher, will noch einer jemanden verdächtigen? Leo? Du hast ja auch schon. Die hat mich jetzt überzeugt, dass es Lars ist. Es ist und vor allem, wie, ja. Gut, ist auch egal. Leo ist halt, mittlerweile ist er sus, weil du einfach, du sagst gar nichts außer, ja, hier, das war selber. Du warst eher ein so. Was soll ich denn sagen? Spiegel, Doppelspiegel. Was soll ich denn sagen? Und jetzt hörst du, dass ich verdächtig werde und nutzt diese Chance sofort und springst drauf, mich rauszuwählen. Aber du bist diese Runde auch deutlich lauter als letzte Runde. Leo ist genauso still wie letzte Runde. Ich bin mittlerweile richtig selbstbewusst, dass wir das als Dörfler hinkriegen. Also als Campus. In der ersten Runde ist auch Lars auch sofort rausgeflogen. Natürlich bist du lauter so. Ja. Ich vertraue einfach meinem Gefühl, glaube ich. Gut, Finger nach oben. Tu es nicht. Tu es nicht. Deinem Gefühl. Tu es wirklich nicht. Du hast beim ersten Mal richtig gelegen. 3, 2, 1, go. So, wer zeigt auf Leo? Einmal hochhalten. Zwei Leute. Und wer zeigt auf Lars? Achso. Ja. 3 Leute. Gut. Okay. Lazy Boy, du wirst dann abgeholt von deiner Mutter. Schöne Zeit und gute Nacht und was und so würde man doch nicht gehen, wenn das man. Das ist safe vorbei jetzt. Ja, ja. Gut, wir gucken mal, was Lars war. Oh. Ein Unschuldslamm. What? Gut, gibt viel zu reden, aber das machen wir nach der Nacht. Ja. Denn jetzt geht es. Harter Tag, ihr müsstet schuften, Bäume fällen. Was macht man im Camp noch? Flüsse bauen. Solche Dinge, Geschichten erzählen. Dies, das. Und, der, man weiß es ja schon, letzte Werwolf erwacht.
zeigt auf eine Person. Und wir wissen Bescheid. Alles klar. Und als nächstes erwacht der Seher. Und der Seher kann einmal abchecken. Eine Person. Ja. Alles klar. Der Seher schläft wieder ein. Und die Hexe erwacht. Und die Hexe könnte eine Person retten. Muss aber auch nicht. Und die Hexe hat natürlich schon das Gift verbraten und schläft wieder ein. Und als nächstes, ja nee, alle erwachen. Das ganze Camp wacht wieder auf. Guck mal. Ja, schön. Und? Der Tote wandelt umher. Oh Mann, jetzt bin ich hier schon wieder alleine unschuldig gegen eine unschuldige Person. Der kommt zu mir. Ja, nee, stimmt, du kannst auch einfach herkommen. Ach so, ja, nee, ich meine... Nee, bleib mal da. Ich meine, wie ein Kamera, nicht... Ja, das habe ich schon verstanden, aber... Das ist, Also ich muss... Nils, hau ab jetzt. Warum? Du sagst gar nichts mehr. Ach so, oh, natürlich, okay. Ich ziehe meine Wesson Smith Rifle. Ach so. Oh. Und normalerweise... Kannst du mal ganz auf den Tod was ich nicht verstehe, ist, ich hätte eigentlich dich erschossen... Mhm. Aber den Move habe ich gerade nicht gecheckt. Und der Move gegen Lars, den ich nicht verstanden habe, oh, der sorgt dafür, dass ich dich erschieße. Und tatsächlich muss leider jetzt Shorty auch gehen. Aber Leon, mach's ein bisschen spannender. Bleib noch ein bisschen sitzen. Aber Shorty, hier wartet noch jemand auf dich. Ach, meine große Liebe. Oh. Komm und doch tatsächlich. Mit. Scheiße. Bleibt damit tatsächlich Valentin als letzter übrig. Das ist ja der Wahnsinn. Und gewinnt. Ich grüße meine Campbewohner. Grüße ihn raus in den Code. Gewinnt dieses Spiel für das Camp tatsächlich. Das Camp gewinnt. Wann hat das Camp zuletzt da gewonnen? Da hat Nils aber mit dem Move. Nils, Alter. Das war ja mega. Die Runde fürs Camp gewonnen. Starker Move, ey. Starker Move. Starker Move. So müssen Jäger agieren. So müssen Jäger agieren. Ja. Starker Move, Camp. Wahnsinn. Wir können natürlich gucken, kann ich doch einmal sagen, Leo war tatsächlich der letzte Wolf. Ah ja, okay. Und Shorty war eine Dorfbewohnerin, beziehungsweise sogar die krass. Hexe. Ja, okay, oh, das war sehr fein analysiert, weil sie ja Leo gar nicht mit reingezogen hat. Und das war ja zumindest für die Liebenden relevant. Damit hat Nils tatsächlich mit dem letzten Move, du wolltest es wahrscheinlich nicht, aber richtig geil, die Liebenden rausgeballert und das Camp gewonnen. Ja, das war schon, also das war, dass du Lars da ohne Grund so attackierst, war schon. Das Ding ist, ich hab nicht damit gerechnet, dass du Jäger bist. Ja, machen wir nochmal Werbung? Nee. Ich hab nicht damit gerechnet, dass du Jäger bist. Ich hätte dich ja rein theoretisch auch saven können. Ich wusste ja irgendwann, dass du wahrscheinlich Werwolf bist. Ich hätte dich wahrscheinlich eher saven sollen und dann hätten wir einfach gemeinsam auf eine Person voten müssen und dann wären wir halt als Quarterback, hätten wir gewonnen. Mhm. Ich muss kurz sagen, hätte Nils dich geschossen, hätte ich dich auch als mal mehr verdächtigt, weil du hast ja generell viel geredet und so. Mhm. Und als, wer ist rausgeflogen? Lars, genau. Da hast du dann so ein bisschen verwirrt geactet, so. What? Und das fand ich nicht ganz so glaubwürdig. Und du warst auch echt rot. Ja, ja, genau. Und dann dachte ich, ja komm, wir haben dich ja noch gar nicht ins Spiel gebracht. Ja, also von daher guter Schuss. Können wir darüber reden, wie unfassbar gut du hören kannst? Ja. Du bist in der ersten Runde alle drei Werwölfe sofort identifiziert. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ja, und mich hat sie fälschlicherweise. Ja, aber das habe ich nur gemacht, weil ich mit meinem Werwolf labere. Könnt ihr mal alle Karten zubekommen? Es fehlen noch drei Karten. Bitte schön. Oh ja, meine. So, und tatsächlich habe ich erst überlegt, ob ich das nicht mache, weil ich dann ja quasi meinen Lover auch noch mit in den Ring werfe. Da war ich auch überrascht. Und dachte, was ist, wenn jetzt alle auf einmal auf ihn zeigen? Aber, ja. So, jetzt gibt es einmal den Vote natürlich. Wer sollte diese Runde als Coach. Ja, das war gut, ne? Ja. Wer war am besten diese Runde und sollte in der nächsten Runde der Coach sein? Dafür gibt es jetzt diesen Vote unten. Könnt ihr einmal abstimmen im Chat? Ausrufezeichen WW und dann den Namen. Und wir haben uns was überlegt, wir mischen einmal durch. Ihr dürft euch jetzt mal woanders hinsetzen. Yes. Kleben alle auf und geht mal einen krassen Scheiß einmal durch. Werden nicht die Karten hier. Oh, ganz andere Plätze. Ich will auch mal ganz groß. Oh. Jetzt einfach spiegelverkehrt. Exakt. Also, was haben wir denn hier?
Oh, ist hier kühler? Nee. So, wie wollen wir spielen? So, wir können es ja auch mal eben ganz kurz. Hallo Nils. Ja, das haben wir gerade aufmachen vielleicht. Ich war sehr. Deswegen wusste ich gleich, dass du. Ja, wir können da nur noch tauschen. Aber ich habe übrigens, gut, dass du es nochmal gesagt hast, ne? Weil das war für mich eher, er ist Werwolf. Genau, ja. Ja, ja, hab ich, dann hat er mich nochmal geweckt und gesagt. Deswegen habe ich dich. Das ist nicht Werwolf, ne? Das ist Werwolf oder wie ist das? Nee, ich habe Werwolf so gemacht. Ja, okay, und das heißt kein Werwolf? Ich habe so fröhliches Gesicht oder so. Genau, deswegen habe ich ihn nochmal geweckt, weil ich dachte, oh, oh, der hat, glaube ich, das halt ganz angedacht, er ist Werwolf. Das hatte, ich hatte das mit Uke nämlich zu einer genau. Zeit. Ja. So, wir haben tatsächlich eine neue Rolle. Das ist der Narr heute. Und der Narr, das funktioniert so, der Narr versucht in der ersten Runde rauszufliegen und gewinnt damit das Spiel. Also man darf sich ein bisschen verdächtig vielleicht verhalten, aber auch nicht zu verdächtig. Vielleicht muss man mal gucken, wie man das macht. Und dafür verlässt uns heute wieder der Jäger und Amor, glaube ich, wenn ich das hier so richtig sehe. Und die hauen wir raus. Und dafür kommt der Narr dazu. Habt ihr noch Fragen zum Narr? Nur die erste Runde muss er sich verdächtig machen, oder? Genau, nur die erste Runde. Und sonst, danach ist er leider wieder ein normaler Dorfbewohner. Dann wird er von seinem Narrtum geheilt. Das ist ja schon risky. Wenn man es dann die erste Runde verkackt hat, dann ist man für die Runden danach super verdächtig, weil man so halb irgendwie... So, aber wer ist neuer Coach? Es ist tatsächlich mit eindeutiger Mehrheit wieder Shorty. Aber zu Recht. Weil er stark spielt. Du warst aber auch gut, Nils. Mit deinem Jäger. Jetzt mischen wir ordentlich hier. Ja. Willst du nicht? Na, ihr habt euch ja auch schon gemischt. Von daher wird das ja. Schön, dann soll das eigentlich nicht mischen. Dann soll ich. Ja. Ich kann ganz gut mischen, eigentlich. So. Und kannst du noch mal sagen, welche Rollen okay. da jetzt drin sind? Weil gerade war ich. Also, Amor ist weg und der Nahe kommt dazu und Jäger ist auch weg. Okay, aber Hexer ist noch drin. Hexe ist noch drin. Werwölfe auch. Alles klar. Werwölfe sind noch drin, Seher ist noch drin. Und der Narr halt dazu. Und die Unschuldigen. Kannst ja noch einen Kartentrick vorführen gleich. Nee. Du kannst auch so, einmal an Leo. Aber schön ausgeglichen. 1:1 für Camp und Wölfe. Es ist ganz ungewohnt, dich jetzt an der anderen Seite zu fahren. Ja, mir gefällt's auf jeden Fall. So. So. Und so. Gut. Wir wissen alle Bescheid. Oh, es ist warm, ne? Ist es sehr auffällig, wenn ich jetzt die Jacke ausziehe? Na gut. Nimm lieber die Kette. Ah, ja, ja. Gut, weiß jeder die Rolle? Ja. Ja, ich wusste nicht, wo ich es hinmachen soll. Das ist schon sehr verdächtig, jetzt schon. Ich weiß so nicht. Na gut. Okay, dann geht's jetzt in die nächste Runde und es startet direkt mit der Nacht im Camp. Und Leo steht auch ein. Der guckt hier schon so träumerisch in die. So, und bevor wir einmal mit den Werwölfen in die wunderschöne Nacht starten, lassen wir einmal ganz kurz den Narr erwachen, damit die Zuschauer auch wissen, wer es ist. Und der Narr wird hier gesagt, mach mal ein lustiges Gesicht, Narr, vielleicht? Ja, sehr gut. Ausbaufähig, Alter. Na gut. Gut, der Narr steht wieder ein und dafür erwachen die Werwölfe. Und die Werwölfe schauen sich einmal an und in die Augen. Und die Werwölfe entscheiden sich, wo ist überhaupt mein Schläger da? Entscheiden sich jetzt für eine Person, die rausfliegen soll. Alles klar, und die Werwölfe schlafen wieder ein und als nächstes erwacht der Seher. Der Seher darf einmal eine Person erfahren, wer die Person ist, gut oder böse. Und der Seher weiß Bescheid und schläft wieder ein. Und als nächstes erwacht die Hexe und könnte eine Person retten. Die Hexe könnte auch noch eine Person töten. Und die Hexe schläft wieder ein. Gut. Das heißt, macht nichts, Florentin. Du darfst auch in der Nacht husten. Ist gut. Ich klopfe dir mal auf den Rücken hier. Aber das war's schon mit der Nacht. Und das Camp erwacht. Morgen. Moini. Ich lass sie mal durch.
ich denn, Gunnar? Nein, mein Lieblingssitznachbar. Der Teenie? Der Teenie-Teenie. Tschüss, Florian. Tschüss. Und gut nach Hause. Was war er denn nun? Ja, wir gucken einmal nach, was Florentin denn war. Ob gut oder böse. Erfahren wir jetzt. Natürlich allein. Überraschend. Unexpected. Gut. Okay, hat irgendjemand was gehört? Ja, so Shorty, du mit deinen Superohren. Wir nehmen dir, jemand stirbt. Hast du was gehört? Dieses Mal, ich will das gar nicht sagen, aber... Also tendenziell würde ich sagen, kam es vielleicht aus der linken Richtung irgendwas, aber das ist jetzt wirklich, ich bin auch echt müde gewesen. Ich weiß es nicht 100%. Krass. Mhm. Und hat nichts damit zu tun, dass ja, krass, weil sie es gehört hat, oder was? Also ich habe nichts gehört. 10 von 10. Aus dieser Richtung hier. Du hast dich von mir getrennt. Ja. Jetzt. Ja. Du bist fremdgegangen. Ja. Nee. Und was sagen deine Ohren? Was verraten sie? Das ist ein Orakel. Orakel. Oh, ein Orakel. Ja, ich habe tatsächlich, also ich habe nicht so gute Ohren wie du. Ich habe hier nichts gehört. Oh, danke. Nee. Also ich bin unschuldig. Ja. Ich hab nur einmal Laub gehört, aber... Laub oder Knarzen. Oder von da hat's gegurgelt. Ja. Also ich habe tatsächlich hier, ich habe Lauscherchen aufgesperrt, hier war gar nichts und hier ist eine große Klimper gefahren. Ja. Mhm. Nie wieder eine Kette an, das ist wirklich, man muss sehr ruhig schlafen. Ja. Ja. Mach mal, ist eh gefährlich, mit Schmuck zu schlafen. Ja. Mhm. Nils, was hast du denn in der Nacht gemacht? Geschlafen? Geplottet. Wen von euch ich töte. Ja. Ist dieses der nah oder? Lars hat noch gar nichts gesagt. Lars ist schüchtern, kennt sich der Platz. Ich höre mir das erstmal an, in Ruhe. Ich habe tatsächlich nichts gehört. Und möchte nur vielleicht nochmal plädieren, dass wir jetzt nicht jedes Mal auf das hören, was Shorty sagt. Aber im Endeffekt ist das Einzige, was wir bisher wissen. Insofern müsstet ihr euch jetzt verteidigen. Also ich würde gerne vielleicht nochmal, das ist dumm, dass ich schon wieder rede. Aber ich frage mich auch mal so, wer hat ein Interesse, jetzt Florentin rauszuwählen? Weil Florentin ist schon auf jeden Fall ein starker Spieler. Aber Florentin ist auch... Also er war jetzt zweimal Wolf, okay, aber er ist jetzt eben auch recht früh rausgeflogen. Jetzt schon wieder sehr früh rausgeflogen. Das muss man sich auch trauen, so einen Florentin so früh rauszuschmeißen. Also das macht jetzt, glaube ich, niemand, der... Schaut ihn nicht. Ich nicht. Naja, ja, also... Das wäre natürlich super smart, sie ist mittlerweile Quarterback erfahren. Ja, ich bin mutig. Also, und jemand, der so ohrfixiert ist wie du, der will natürlich auch nicht. Also, man filtert das Leben ja mal durch sich selbst und unterstellt anderen Leuten, dass sie ja ähnliche Realitäten haben wie man selbst. Und da du alles hörst, es wäre natürlich dein intrinsischer Impuls zu sagen, alle, die in meiner Nähe sind, die mich hören könnten, muss ich erstmal aussortieren. Mhm. Aber ihr habt ja alle nicht so gute Ohren. Das ist, ja, deswegen sagt man, filtert das durch seine eigene Realität. Aber wie sahen denn Florentins Ohren aus? Wunderschön. Ja? Können wir die noch mal einblenden? Schräg. Ich finde es ja auf jeden Fall interessant, weil ich habe ja so ein bisschen so leicht gegen dich jetzt auch mal so ein bisschen was reingeworfen, dass du direkt so sagst, also Shorty, das ist ja auch nicht immer alles richtig, was du sagst und vielleicht bist du es auch. Und ja. Ja gut, aber Lars hat es ja auch gesagt. Ja, nicht nur. Was habe ich gesagt? Du hast auch das Orakel. Das Orakel. ja, in Frage gestellt und gleichzeitig oder, gesagt, ja, wir hören ja auf sie. Aber manchmal kann das Orakel ja auch noch los sein. Also meine Idee, na, will ich doch nicht. Ja. Ich hätte gesagt, alle halten ihre Finger, du entscheidest alleine. Nee. Aber es besteht ja immer noch die Gefahr, dass du Wolf bist. Also ich frage mich ja. Ich will auch gar nicht das Orakel sein, okay? Können wir das wieder. Das Orakel. Obwohl es lustig wäre, wenn du einen Wolf rausschmeißt, ist klar, dass du kein Wolf bist und wenn du dann jemanden raus. Ja. Also nee, eigentlich wäre das keine schlechte Idee. Ich bin immer still. Das ist ich weiß es nicht, aber jetzt ist das dritte Match. Beim ersten Mal warst du still, raus, und ne? Still und unschuldig. Das zweite Mal warst du still und wolfig. Mhm. Was bist du jetzt? Wie fühlst du dich? Darum geht's ja nicht. Lars adaptiert übrigens gerade meine Rolle da. Das ist der Platz. Das ist der ruhige Platz. Ist da anders. Ich finde es hier jetzt auch viel chilliger, weil es hier ist ein bisschen
mehr Schatten und so. Ja, gibt's ja noch irgendwie Anschuldigungen, irgendwas, jemand, Falle, du guckst so skeptisch? Also, ja, ich finde. Ja. Nee, sag jetzt mal. Nee, du alles gut. Ich war. Okay. ich finde einfach crazy, dass hier nichts Närrisches abgeht. So, jeder drückt sich irgendwie, ja, irgendwie normal aus, keiner ist super dumm. Das stimmt. Das ist irgendwie komisch, finde ich. Sollen wir dich nehmen? Außer? Nee, bitte nicht, weil ich habe ja auch noch was Normales gesagt. Leo, bitte sprich weiter. Dann ist vielleicht der nahe Noob, der jetzt nicht weiß, soll ich jetzt zu viel oder zu wenig machen? Ja, also wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich bin top nah. Also wenn ich diese Rolle hätte, würde ich die halt auch ganz gründlich ausspielen. Deswegen freue ich mich so, zu sehen, wer ist es. Aber es ist niemand. Offensichtlich. Also es will sich niemand zu erkennen. Das kann ja auch Florentin da nahe gewesen sein. Das kann sein. Oh, stimmt. Oh, er hat ja nie die Chance, irgendwas Närrisches zu tun. Stimmt. Ja. Stimmt. Nee, aber wird es dann nicht direkt von vornherein gezeigt werden? Nein. Ja, nee, diese Rollen nicht, stimmt. Also wenn er nah ist. Nein. Nein. Okay. Ja. Das haben wir noch nie gemacht. Rollen wurden doch gar nicht. Ja, aber wenn er da nah ist, hat er ja gewonnen. Nee, aber nur, wenn, nur wenn wir ihn jetzt, wenn wir ihn jetzt so hätten. In der ersten Tagphase. Okay, aber die Wölfe, die sehen ja auch nicht, wann der Narr erwacht. Das heißt, die können das auch gar nicht wissen. Nö, okay. Das wäre blöd, ja. Gut, das wäre blöd. Ja. Gut. Schmeckt ein bisschen dumm. Gut, ja. Also, Nils, noch eine Sache, du wolltest gerade was sagen? Nee, ich fand das nur gerade authentisch. Du bist ja ein ehrlicher Typ, bist ja kein durchtriebener Kerl. Und du hast gerade gesagt, aber diese Wölfe sehen ja nicht, wenn. Und normalerweise ist, wenn ein anderer Mensch das sagt, würde ich sofort sagen, ja, genau. So fragen, was die Wölfe sehen. So. Aber das war bei dir gerade total authentisch, so deine Walle-Art halt, dass du halt wirklich nicht mehr wusstest, okay, was sehen die Wölfe eigentlich? Genau. So dass ich dich gerade in meinem Kopf instant von der Liste der Verdächtigen sozusagen gestrichen habe. Stark. Das ist eine gute Menschenkenntnis. Ja, stark. Na, im Endeffekt unterstellst du ihm eine gewisse Schlichtheit auch. Also, nein, was die Zuschauer nicht wissen, ich bin außerhalb der Sendung immer ein totaler Badass. Aber in der Sendung. Jeder hat Angst vor dieser Sauce, ey. Der klaut uns unser Pausengeld. Also hat Lüdi überhaupt schon was gesagt, oder? Ja. Stimmt. Also sie hat auch nicht geklimpert. Doch, ich habe gesagt, dass du sie auch in Frage gestellt hast. Okay. Naja, gut. Wie könnt ihr denn euren Quarterback überhaupt in Frage stellen, Leute? Das ist schon echt gut. Ich führe euch durch jedes Match gewinnen wir. Nur mein. Naja, es schreitet der Tag so ein bisschen voran. Wir müssen langsam mal voten. Ich habe keine Leute, wir haben gar keinen Plan. Ich will noch ganz kurz sagen, ich fand Nils Argumentation, wer würde denn Florentin rauswählen, hat Sinn gemacht. Und wenn man drüber nachdenkt, kann das nur Nils oder Lars sein. Warum? Warum genau? Warum? Wer hätte, sag ich mal, so den Mut in der ersten Rolle, so einen starken Spieler rauszuwählen? So? Ja, oder? Aber Nils liebt auch die Herausforderung. Ja? Mhm. Also, nein. Finde ich das jetzt auch fast eine ziemlich fiese Argumentation, dass ich dann so blöd bin. Okay. Oder jemand, der einfach so machen muss. Naja, sehr, sehr coole Theorien alle. Wir machen mal die Fingertaktik, glaube ich. Ne? Wir machen Finger hoch. Aber warte mal, gucken wir mal. Wir haben ja noch nichts, ne? Ja, dann wäre es ja Shorty. Was denn? Hä? Wir sind ja drei. Wir haben alle nichts. Es kommt aber auch nicht mehr von euch, glaube ich. Deswegen machen wir Finger hoch und jetzt müssen Köpfe rollen. Telefone klingeln. Mich kann man auch wählen. Ja, kann man. Nein. Das wäre übelst geil jetzt. Lars, du machst auch mal den Finger hoch? Hältst du auch an die Regeln hier mal? Okay. Okay, 3, 2, 1, go. Ach du Scheiße. Das geht ja hier, ist ja ein wildes Durcheinander. Wer hat Lars? Du bist also ich zwei, glaube ich. Ich hab Lars. Leo, du hast auch Lars, ne? Ja. Okay, 2 an Lars. Dann, wo zeigt ihr alle hin? Also auf Leo. Oh, Leo. Leo, Leo, Leo? Leo, Leo? Auf Mel. Ah ja, hast du gerade geswitcht nochmal? Nein. Nö. Okay, gut. Ja, wer zeigt alles auf Leo? Ist einfach random. Wer zeigt auf Leo? Ja. Drei Leute. Ja gut, da bleiben nicht mehr viele. Wer zeigt auf Nils? Eins. Und du? Auf mich? Nee. Hm? Oder Walle? Nee. Es waren am meisten auf Leo, glaube ich, 3. Da sind wir uns einig. Hm. Und da müsste er leider uns verlassen. Uff. Tschüss, Leo. Tschüss, Leo. Tschüss, Leo. Tschüss, Leo. Tschüss, dein Bruder von mir. Ach, Mensch. Gut, wir gucken mal eben, was Leo war. Ach, nö. Oh, nee. Auch fick. Ja, ich weiß nicht, auf dein Ohr hören wir vielleicht nicht mehr. Ja. Hast du jemals an dem heutigen Abend schon so laut Och nö gerufen? Hat
Hat überhaupt irgendjemand schon mal so nach auch Nö gerufen? Ja, das eine Mal. Gut. Aber dieser Vogt war sehr, sehr müde für euch. Er mochte den ja auch sehr gerne, Leo. Wandelnder Kerl, so. Der liebe Kerl. Liebe Kerl. Leo. Aber trotzdem muss geschlafen werden im Camp. Ja. Und ihr macht einmal eure Augen zu und schlaft. Aber es gibt natürlich noch die Werwölfe, die Bock haben, was zu essen. Und die erwachen jetzt einmal und überlegen sich, ach ja, guck mal, wen kann ich denn essen? Wer schmeckt besonders gut? Ich lehne mich mal kurz nach vorne. Wird sich geeinigt? Ja, alles klar. Und als nächstes erwacht der Seher. Der Seher guckt einmal, deutet auf eine Person, der nicht ganz weiß, gut oder böse. Und der Seher schläft wieder ein. Und als nächstes erwacht die Hexe. Und die Hexe erfährt jetzt, wer sterben sollte. Und die Hexe überlegt, soll sie die Person retten oder nicht? Alles klar. Will die Hexe denn vielleicht auch noch jemanden töten? Hexe müsste sich einmal entscheiden langsam. Und die Hexe hat sich entschieden und schläft wieder ein und das Dorf wacht auf. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, Leute. Sind alle da? Frühstück? Oh, oh. Oh, was denn? Mau. Tschüss, Max. Ha. Und? Och nö. Wir gucken mal, was Max war. Unschuldig. Ja, das mit dem Och nö war ja nicht so ein guter Guess. Nope. Ey, da verwirrt mich das ein bisschen. Ja, mich auch, das war schon. Weil ich. Also du hast ja schon eine ziemlich coole Zielscheibe sozusagen formuliert. Mhm. Und das ist ja eigentlich ein mega dummer Move, dann den Typ, der so halb safe schon raus ist für die nächste Runde, den dann zu wählen. Oh, das war die Hexe. Crazy. Ja, das kann nämlich dir sein, dass tatsächlich die Hexe... Dass die Hexe sich selber geheilt hat. Und dann jemanden getötet hat. Das stand ja auch in der Nacht so ein bisschen so, ne? Das war eine sehr lange Phase, in der die Hexe überlegt hat. War sich sehr unsicher. Vielleicht hat sie vergessen, dass sie sich selber auch heilen kann. Vielleicht war sie sehr verwirrt, ja. Naja, aber wenn die Hexe, also ich meine, kann ja genauso gut sein, dass sie uns outsmarten, aber wenn das so ist, dass die Hexe das war, dann hat sie natürlich gedacht, okay, wer ist jetzt hier der Hauptverdächtige, für wen will ich meinen Schuss abgeben? Weil wenn ich in der nächsten Runde nochmal getötet werde, dann habe ich quasi nicht mehr die Chance, mich zu heilen und kann dann auch nicht mehr töten. Deswegen ziehe ich die Person noch mit runter, die, von der ich jetzt glaube, dass sie das ist, sozusagen, ja. Stimmt, ja. Ja, stimmt. Hat denn irgendjemand was nachts gemerkt, so, ja, dass der Tod nahe war? Und eine Frage stellen. Darf man sich im Camp bewegen, kurz? Ich glaube, ich höre die ganze Zeit was, was gar nicht wahr mach ist. Doch mal. Dieses Kamins, ja, Feuer, ja, das Geräusche? Ist das, was wir vorhin gehört haben, Walle. Es ist die ganze Zeit das gewesen. Nee, diese ganze Orakelgeschichte basiert auf dem Lagerfeuer. Ich habe euch das natürlich nicht erzählt. Ich habe es schon herausgefunden, als denn quasi die nächste Runde war, also die quasi, nachdem Lars weg war, wusste ich, okay, das ist was anderes. Ja. Aber ich wollte ja trotzdem auf meinen Werwolf schießen, deswegen habe ich das nicht mehr zurückgenommen. Smart. Deswegen habe ich es einfach so gelassen. Aha. Wow. Da dachte ich jetzt aber auch ein bisschen. Unehrliche Energie. Ich würde mich auch ganz gerne nochmal, ich habe eben gerade schon hier von der linken Seite ein bisschen gehört, so man sollte vielleicht nicht auf mich hören. Ich habe gerade mal so ein bisschen von Nils seiner Runde adaptiert. Einfach mal einen Namen reinzuwerfen, mal zu gucken, wer geht dann mit. Bei Leo waren das natürlich Mel und Lars, die mitgegangen sind. Oh ja. Quasi unschuldiger Max auch. Gut, es ist natürlich jetzt unlucky, dass er weg ist. Aber dementsprechend würde ich, also bevor ihr jetzt quasi so ein bisschen auf mich schießt, eher nochmal in die Richtung schieben. Plus,
Lars, der eigentlich die letzten Runden doch, also letzte Runde hast du schon sehr viel geredet, sagst du zum Beispiel wirklich gar nichts. Vielleicht liegt es an deinem Sitzplatz, aber ja. Also mir wird quasi in jeder Runde vorgeworfen, A, dass ich wenig rede und dann zwei Minuten später, dass ich so viel rede. Also ich bin, glaube ich, einfach ein normaler Spieler und habe momentan... Ich muss dazu sagen, ich bin natürlich etwas verwirrt, weil ich jetzt als nächstes mich voll auf Max eingeschossen hätte. Weil Max halt wahnsinnig verdächtig war. Jetzt ist er raus und er ist unschuldig. Immer noch wegen dem Oh nein. Oder ja, das war so, keine Ahnung. Das war schon sehr, sehr was verdächtig. Was ist denn der Nächste oder die Nächste, die du oder den du verdächtigen würdest? Hat denn irgendjemand... Wie haben wir denn gevotet vorhin alle? Also ich habe auf Leo gezeigt, der ist unschuldig. Wer hat... Mel auch. Ich habe auf Nils gezeigt. Danke nochmal, ich habe auf Lydia gezeigt. Auf Mel gezeigt. Und ich auf dich, Lars. Oh, ich habe eine gute Intuition generell im Leben und dein letzter Satz eben, der war auch irgendwie schwierig. Weil, naja, du hast ja jetzt gerade ein bisschen geredet. Ich sage jetzt gar nicht, du hast zu viel geredet, aber du hast ja gar keine Argumente gehabt. Das reicht schon, du hast einfach geredet. Nee, aber ich habe keine Argumente rausgehört. Warum war der so hyperverdächtig, dieser Max? Nee, das hast du doch auch gehört, oder doch, nicht? Doch, das war schon verdächtig, was er gemacht hat. Das war schon super verdächtig. Das war schon verdächtig. Okay, nee, dann bist du vorhin raus, klar. Ich bin wirklich schockiert. Das eine, was ich noch überlegt hatte, ich meine, du bist ein smarter Typ, man muss, wem traut man was zu? Und es wäre natürlich in dem Moment, kurz bevor die Wölfewahl kommt, wenn du sozusagen Max outcallst und sagst, ja, okay, safe, der ist es. Und dann stirbt Max. Weißt du, was ich meine? Noch nicht hundertprozentig. Ich glaube, wenn ich, du unterstellst mir ja quasi Werwolf zu sein, ich würde ja dann nicht. Nein, weil du würdest ja, also, ja, man würde ja sagen, okay, warum sollte der Werwolf Max wählen, wenn sich doch eh das Dorf auf ihn einigen kann? Genau, er kriegt ja sozusagen einen kostenlosen Schuss. Ja. Deswegen wäre Lars ja nicht so blöd. Er hat ihn ja eh schon auf dem Kicker, dann muss er ihn ja nicht noch rausnehmen, weil er hat ja in der nächsten Runde schon das nächste unschuldige Opfer safe. Und dann der Gedankengang, ja, okay, pass auf. Den nehme ich jetzt. Dann habe ich ein Argument. Ja, ich hatte ihn ja eh schon. Ja. So. Aber das ist, ja. Da überschätzt mich, glaube ich, meine Fähigkeiten. Ich bin immer sehr direkt. Ich habe gestern mit dir gespielt. Also ich weiß nicht. also hast du so einen Werwolf-Profi im Ohr gerade? Ja. Wie bei GeoGuessr. Nee, das war ja ich. Achso, naja. Nein, also ich glaube, das ist, glaube ich, wieder eine Ecke zu weit. Weil ich glaube, ich hatte dich schon auf meiner Seite, als ich ihn verdächtigt habe. Ja, auf jeden Fall. Ich wäre auch dann hätte das keinen Sinn ergeben, wenn ich Werwolf bin, dann weiß ich. Ne? Exakt, meins, genau. Ja. Also ich war, also ich hätte es genauso gesehen wie du. Ich hätte auch das als Anhaltspunkt, weil sonst habe ich auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Es wäre jetzt actually so wild, wenn du diese Strategie sagst mit, vielleicht hast du ihn jetzt einfach als Werwolf rausgekickt, um jetzt quasi genau dann dieses... What? Er war unschuldig. Vielleicht hast du genau deswegen als Werwolf Max rauskicken lassen oder getötet, damit du genau Lars dann nochmal das... Den Alter, wie Meta wird das denn? Das wäre richtig. Das kommt immer so raus. Ja. Alles möglich. Alles ist möglich ich hier. Ich weiß nicht. Irgendwie bin ich bei Shorty hängen geblieben. Ich weiß auch nicht, warum. Bei Shorty? Ja. Nur wegen der Leo-Sache? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Du bist zu nett. Einfach. Aber Werwölfe sind doch nicht nett. Bei Tag nicht. Ja, lass lachen. Nee, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Aber hast du nicht auch gerade Lars verdächtigt? Also kam nicht von dir jetzt gerade der Impuls? Und jetzt haben wir schon festgestellt, das wird ja gar keinen Sinn machen, wenn Lars das gewesen wäre. Ich habe das Gefühl, ich schieße gerade in alle Richtungen. Also ich hätte immer noch aufgrund dessen, dass ich ja quasi Leo in der ersten Runde einfach mal so vor die Hunde geworfen habe und ihr beide halt mitgegangen seid und Max halt auch, wart ihr für mich natürlich jetzt erstmal die Hauptverdächtigen, sag ich mal, als Werwölfe, die vielleicht mitgehen. Das hat sich natürlich jetzt minimiert, weil Max jetzt ja auch raus ist. Das heißt, der Verdacht auf euch beide ist für mich natürlich immer noch ein bisschen größer geworden, aber deswegen, genau. Was für eine Manipulation. Du hast Leo rausgeworfen, sagst aber, ja, aber ihr beide seid ja mitgegangen. Ja, genau. Wir sind die Schuldigen, du bist ja bloß fein raus. Ja. Du wolltest aber nur einfach mal da hinschießen. Ich habe vom das größten ist, Nils gelernt. Also. Ja, aber hat mich das verdächtig auch. Aber. Ja, keine Ahnung. Was machen wir jetzt, Lars? Sag doch mal. Ja, wählen. Oder nicht? Ja, ne, wir wählen jetzt. Gut. Dann machen wir mal die Finger hoch. Du bist ganz kurz, eine letzte Sache noch. Okay. Mhm.
Ich will mich jetzt nicht verrechnen. Aber mir kam ein Gedanke, ich weiß nicht, ob der so smart ist. Also, ich weiß ja, ich bin ein Camp-Teilnehmer. Leo wurde rausgewählt. Ihr beide habt Leo auch rausgewählt. Von euch weiß ich nicht, ob ihr... Ich hab Nils gewotet. Ich hab nicht damit irgendwas... Ach, du hast Leo... Wer hat noch, denn Leo gewählt? Wer hat noch Leo, du und ich? Ich hab, ja. Ja, Max. Wer noch? Und Max. Lars, oder was? Ja. Und Max auch. Halt lieber die Klappe. Und Max ist aber kein... Also du hast auch noch Leo gewählt? Ich hab, das habe ich von Anfang an so offen gespielt. Ich habe Leo gewählt, das war ein Fehler. Okay, also und ich habe Max verdächtigt, das war auch ein Fehler. Es tut mir leid, dass ich das jetzt mache, aber du bist der Einzige, der... Gut. Hast du dich jetzt auf den letzten Metern nochmal verdächtigt? Ja, nee, ich... Naja, gut, warum sollte ich als Werwolf, als wenn ich gerade keinen Verdacht auf mich geschöpft habe, warum sollte ich als Werwolf eine Sekunde vorher nochmal was sagen? Ganz ehrlich, seid smart, ja? Gut, aber ganz kurz, Valentin hat noch einen ganz klugen Gedanken, der darf aber nur ganz kurz sein. Naja, also ich habe gerade noch gedacht, Shorty hat sich jetzt nicht unbedingt rausgezogen, sondern finde ich eher in die Bredouille geredet. Und normalerweise wäre Nils dann da sofort auch aufgesprungen, weil er hätte das auch gesehen und hätte dann dafür argumentiert, ja, sehr verdächtig und so. Das ist aber nicht passiert. Hm. Und das fand ich verdächtig. Und deswegen sitzen die beiden für mich gerade in einem Boot. Mhm. Das ist alles, was ich dazu noch sagen kann. Shorty und ich, oder was? Aber ich habe doch Nils selber gewotet und ich habe Nils sogar vorhin auch noch selber gesagt. Das macht dich sehr unverdächtig. Gut, wollen wir voten? Okay. Ja, oder halt zu einer guten Spielerin. Ja. Also, drei. Ist sie eine gute Spielerin? Drei. Hat sie schon zweimal gewonnen. Zwei, eins, go. Gut, wer ist bei Shorty? Drei Leute? Ach so, hier. Ja. Oh, ach so. Er ist bei Lars zwei Leute, ne? Ja, okay. Dann tut es mir leid, Coach. Du darfst den Football noch einmal weiterschmeißen. 3, 2, 1, hat! Oh, danke. Da geht's nicht mehr. Gut, dann gucken wir doch mal, was Shorty war. Oh, was? Auch unschuldig. Das sieht ja nicht so gut aus. Diese Reaktion schon wieder. Oh, was? ich glaube, die Mundschützler Max. Ja. So. Also, wie ist das? Wollen wir das noch zu Ende spielen? Weil ich glaube, es ist jetzt langsam... Schwierig, ne? Warum schwierig? Also, wen wollen wir denn fressen? Wollen wir zuerst Walle fressen? Ich würde sagen, den Coach. Erst Walle fressen? Okay, wir fressen in der Nacht Walle. Wem gibst du den Ball? Ja, Lüdi. Nice, sehr gut. Okay, Und dann wer ist dafür, dass Lars der Wolf ist? Ja. Scheiße. Okay, wir wählen dann Lars raus. Ja. Okay, dann hat das offensichtlich das jetzt schnell. Das Wolf-Team hat souverän Wölfe. Die Nummer nach Hause geholt. Kann ich auch noch Wolf werden? Kann man? So, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung und dann holen wir alle Leute zurück und dann spielen wir noch eine Runde. Oder? Ja. Gut, einmal Werbung kurz. Hi, was geht? Wir sind zurück bei Werwolf und bevor wir jetzt in die nächste Runde starten, in die letzte Runde leider für heute, müssen wir immer noch voten, wer denn der Coach für die nächste Folge wird. Und da seht ihr jetzt unten gleich das Voting eingeblendet, da könnt ihr mal einfach in den Chat reinballern, was ihr denkt, wer der geilste Spieler war. Spielerin auch. So, Florentin, ich mach mal mit dir jetzt, weil wir haben ja auch die schöne Pre-Show gemacht. Wie würdest du dir denn die perfekte Runde vorstellen? Wir haben jetzt natürlich noch die Karten hier. Hast du Bock? Drei Wölfe, klar. Sollen wir erstmal aufklären, wer nah war? Ach so, Achso, das wissen alle. Die Zuschauer wissen das. Florentin nah war. Achso. Oh. Du wolltest ja auch gar nicht sterben in der ersten Nacht eigentlich. Du warst echt nah dran. Wir haben wirklich alle sehr vehement auf Shorty gezeigt, weil wir eigentlich loswerden wollten. Ich war so froh, weil ich war nah und saß neben Shorty und ich habe in der Nacht so geraschelt. Ich habe sie so angeraschelt, weil ich dachte, hör mich. Aber sie meinte, sie hat überhaupt nichts gehört. Also ich dachte, ich wollte mich extra verdächtig machen, aber keine Chance. Und dann war ich leider schon tot. Dann aber, habe ich nicht gecheckt. Das war leider für mich nicht eindeutig zu lesen. Wen ihr rausholen wollt, müsst ihr nächstes Mal ein bisschen eindeutiger machen und auch ein bisschen mehr Geräusche machen. Und du warst Seher? Ich war die dümmste Hexe. Nein, ich dachte ja, also ich war mir relativ sicher, dass Max ein Werwolf ist und weil ich ihn so verdächtig habe, bin ich dann natürlich auch in der Nacht ausgewählt worden, habe mich geheilt und dadurch war ich mir noch sicherer, dass Max ja, wo ist, weil ich ermordet werde. Dieser grundlose Hass. Und dann habe ich ihn rausgekriegt, unschuldiger Mann. Aber ach komm, Nils, hol dir den Rätsel, du bist natürlich der Coach geworden hier. Hol dir den mal.
Vielleicht auch mal einen kleinen Shoutout an Lydia, die 3 von 3 Mal ja. Wolf war. Ne? Ja. Also, nee, 4 von 4. Nicht schlecht. Wir haben jetzt 3 gespielt. Ja, noch nicht. Gut, Florentin, wir müssen aber ganz kurz überlegen. Oder Nils, mit dem Coach überlege ich das. Was? Nee, ach so. Gott. Nils, was machen wir jetzt in der nächsten Runde? Was fandst du geil, was fandst du nicht gut? Hexe, Seher, Nah, bleib mal drin, der hat ja wenig gemacht, ne? Ja, das kann natürlich dann, also bei Nah hast du immer die Gefahr, dass dann die Runde einfach sofort vorbei ist, ne? Ja, das ist doch witzig. Mit, was mit Jäger oder Amor? Amor finde ich mal dumm. Amor. ohne Amor und Jäger? Jäger ist auch immer cool, ne? Also, Du hast ja gerade Florentin gefragt, ich finde es jetzt fies, ihm das Mandat zu geben. Nee, du bist Coach geworden. Nimm doch mal so viele Rollen rein wie möglich. Dann nehme ich 5 Wölfe. Doppelbelegung. Nee, gut, wir machen das, entscheide ich offensichtlich selber. Macht den Jäger und Nah wieder rein. Und Jäger und Nah. Ja, okay. Also, ich finde Nah nicht so geil, weil wenn es dann erste Runde vorbei ist. Dann machen wir nochmal. Okay, dann machen wir noch. Lass uns sagen, dann machen wir nochmal. Okay. Gut. Okay. Gut. Ja. Mittlerweile eine sehr routinierte Highschool-Klasse, die da alles schon drauf hat. Werwölfe, ja. Gut, dann starten wir jetzt in. War richtig gut. Ja? Danke. Der kann schnüffeln. Endlich geht's wieder ins Camp. Dann bitte einmal an Leo. Nicht so hochhalten, bitte. Florentin. Dankeschön. Füße auch. Füße. So, einmal hier weitergeben. Welche geile 80s-Band hören wir denn jetzt gleich? Die 80s. Motley Crue. Ja, die 80s. Geil. Und das ist eine Karte. Gut. Hat jede eine Rolle? Weiß ja, jeder alle Bescheid? Ja? Alles klar. Dann geht's jetzt los und wir starten. Eure Eltern setzen euch am Camp ab. Ihr habt richtig Bock auf ein schönes Wochenende. Ein paar mehr Tage vielleicht auch. Weiß man nicht so genau. Und geht direkt schlafen. Vielleicht weniger Tüte wäre geil. Gut, und wir starten wieder damit, dass sich einmal ganz kurz der Nah zu, wie heißt das denn, sich zeigt. Und der Nah macht einmal ein lustiges Gesicht. Sehr gut, gefällt mir besser als vom Nah davor. Sehr gut, Fortschritt. Und der Nah schläft wieder ein und die Wölfe wachen. Und ich raschel hier auch mal neben Nils, damit er denkt, das wäre Florentin. Und die Wölfe entscheiden sich für eine Person, die sie gern essen möchten. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Warte mal, wach noch mal auf. Okay, gut. Damit es nicht wieder zu seltsamen Sachen kommt hier. Alles klar, die Wölfe schlafen wieder ein und der Seher wacht auf. Und der Seher kann sich einmal entscheiden und gucken, wer ist eine geile Person. Und der Seher schläft wieder ein und als nächstes erwacht die Hexe. Und die Hexe darf eine Person retten. Die Hexe dürfte dann auch noch eine Person töten. Alles klar, die Hexe schläft wieder ein und das Camp hat richtig Bock auf einen geilen Tag voll Aktivitäten und wacht auf. Warte. Nein, nicht der Coach. Oder war es der Narr? Aber das ist egal. Du musst noch jemanden. Du musst den Ball werfen. Ach so, hier, Coach. Shorty. Yes. Coach. Schon verkraftet, dass Coach tot ist. Coach. Hey, wir sind noch sehr optimistisch und gut drauf. Lass einen Fluss. Was? Hier ist gerade jemand gestorben, okay? Wir sind wieder gut drauf. Ich dachte mir, was bist du mit dir los? Jetzt bin ich der Arsch. Nein, du bist vielleicht der Nah, aber keine Arsch. Wer weiß. Okay. Oh. Wir sind jetzt am Fluss laut Origin Story. Aber, wie ist das passiert mit dem Coach? Kann man das gut, wir gucken mal ganz kurz, was Nils denn war. Kann ja auch alles sein. Aber das darf doch nicht wahr sein. Traurig. Lydia, viertes Mal.
Hast du Lust? Genau, Lydia, wer war's? Ich habe mir eigentlich gewünscht, es nicht zu sein, ne? Hä? Hat auch geklappt. Hä? Shorty, hast du was gehört? Können wir das direkt aus dem Weg räumen? Ich habe nichts gehört. Ja, die hat ja immer das Blubbern gehört und dich hat sie nicht gehört. Also jetzt zweifle ich so ein bisschen. Hm. Sie hat nichts gehört? Oder hast du was gehört diesmal? Nee, bei dir. Ich kann auch einfach einen Namen reinwerfen. Ich ja, mach. Nicht du, dann soll das reinwerfen. Nein, aber ist schon merkwürdig, das erste Mal, dass du nichts hörst. Ja, vielleicht wart ihr einfach dieses Mal ein bisschen leiser. Nee, müsstest du ja eigentlich laut gewesen sein, weil du als nah warst. Ja, nicht. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Valentin, was sagst denn du? Ich habe nur vorhin, als die Karten verteilt waren, habe ich mir heute mal vorgenommen, wirklich in die Gesichter zu schauen. Und Valentin hat mir vor der Sendung schon gesagt, dass er eigentlich nicht lügen kann. Ja. Und ich fand es so ein bisschen, also noch gar kein Verdacht. Ich will es einfach mal hören von dir. Wie geht's dir? Was hast du in meinem Gesicht gesehen? Also Verunsicherung. Das fände ich entspannt, das ist ja lame, das ist einfach aufzulösen. Naja, Angespanntheit. Ja, pass auf, ich kann dir sagen, was los war. Ich finde es komplett kacke, dass ich immer nur die lame Rolle habe. So ein unschuldiger was Dude und so. Ich will auch mal was Cooles sein, irgendwie Ninja oder was es da alles gibt in der... Ja, Ninja ist auch gut. Ja. Ich bin extra so klein, dann bin ich nichts. Da guckt man dann nochmal enttäuscht und so. Na, nicht enttäuscht, ich meine ja angespannt. Oder angespannt, aber ja. Aber Anspannung, weil ich jetzt wieder irgendwie hier nur so rumsitze und unnötig unschuldige Beschuldigung. Und Wolf, wie wäre Wolf für dich? Das wäre natürlich sau cool. Ja? Dann würde ich cool, gucken, wie so ein Badass. Guck mal, wie ein Badass. Ja. Passt die Kamera. Ja. Hi. Okay, Shorty sagt Lydia, Lars sagt... Nee, ich hab gar nichts gesagt. Du hast hey, ja, jetzt nimmst du es zurück. Nee, ich nehm's zurück. Hä? Hey, ich hab einfach... Nee, das war ein Scherz. Das war ein Scherz, Spaß, ja. Okay. Okay. Wieso verteidigst du sie? Das ist ganz obvious, wie ein Scherz war. Okay. Okay. Aber stark, Lars, einfach mal sowas reinzuwerfen. Ja, wir müssen ja irgendwie anfangen. Ja, Shorty, wäre das auch geklärt, warum du geredet hast? Du bist eh schon weg gewesen. Du, von mir aus. Wir brauchen wirklich Verdächtige. Wir haben Walle. Wieso hast du mich? Lydia wieder zurück. Ja, ich habe Lydia. Dann haben wir nur Walle. Ganz Verdächtige nicht. Du doch hier. Okay, ich finde, Mel. Ich kenne Mel schon lange und Mel guckt wolfig. Das habe ich sofort gesehen. Gut. Manchmal hat sie so einen pelzigen hier. Blick drauf. Das schräg. Ja. Ja, weil man du siehst, wie orientierungslos wir sind, wenn wir nicht Shorty haben mit ihren Ohren. Ja, stimmt. Dann das ist wir los. Völlig. Zeig mal die Ohren. In der Haare drin. Naja. Nee, aber weil haarige Wolf. Mel, du wirst verdächtigt und alles, was du sagst, ist nö. Ja. Gut, da hast du mich überzeugt. Du bist aber auch hier vielleicht ist Lydia. Vielleicht ist Mel ja auch nah. Und deswegen verteidigt sie sich jetzt quasi. Aber dann wird dann ist vorbei schon. Mehr als ein Schluss. Nee, du musst rausgeholt werden. Nicht einfach nah. Jetzt sagen sie es nah. Ciao. Achso, ich dachte, es ist schon. Ciao, Coco. Aber wird man da nicht mehr als nö sagen, oder? Wird man da nicht irgendwas nee, vielleicht blödsinniger nee. Zum Beispiel nee? Also was blödsinniges irgendwie sagen? Ihr seid so schlecht darin, die von euch zu nehmen. Es ist wirklich schwierig. Wir haben Mel und Walle. Was? Ich bin einfach nur gut drauf. Alleine, zum Schluss. Ich finde immer noch verdächtig, dass Max gerade sofort Shorty verteidigt hat. Also, das wäre gar nicht aufgefallen. Ja. Aber meinst du, so doof ist der? Ja. Okay, Leute. Doof einfach. Wir hatten uns auf einfach gehalten. Schlicht. Also, wie ein Stein. Meinetwegen können wir gerne Max in die Runde werfen. Okay. Oh, dann die Runde Max in die Runde. Runde. Mach das auch. Okay, er ist gerade so beteiligt. Die Hunde, ja. Also du, erst Max und dann schon Max. Okay, also erst mich und dann Shorty. Ja. Hast du vielleicht ein bisschen kurz geschlafen, Shorty? Das wirkt alles so ein bisschen unzusammenhängend. Willkürlich. Hast du noch Rauschen auf den Ohren oder Blubbern? Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich die Nacht halt nicht so gut geschlafen habe. Aber nicht deswegen. Ich musste mehrmals auf Klo gehen für kleine Mädchen und ich bin irgendwie durcheinander. Da hast du nichts mitgekriegt. Willst du uns das echt glauben machen? Also, ich meine, du musst an den Jungentrakt vorbei, um auf die Toilette zu gehen. Ja, ich habe aber trotzdem nichts gehört. Aber also ich würde auch noch mal gerne auf Mel so ein bisschen schießen, weil Mel hat ja eben auch so sich überhaupt nicht verteidigt. Doch, die hat nö gesagt. Ja, ich hab nö gesagt. Ich sag auch, ich bin's so nicht. Sorry, hast du mir nicht zugehört. Hast du dein Ohr irgendwie was? Ja, meine Ohren sind nicht kommt, leider. Meine Anschuldigung vielleicht singen ja, heute? Gar nicht, meine Anschuldigung. Du hast sogar was war angeschuldigt. Yeah. Ich wollte nur mal sagen, sie ist ein bisschen
komisch fand, dass Mel meine Argumentation, dass Max Shorty verteidigt hat, aufgegriffen hat, weil das eigentlich eine total dämliche... Ich fand das voll clever, als du die... Ich fand das richtig clever. Was war? In dem Moment. Es ist Mel. Ich habe es zwar gesagt, aber ich habe selbst nicht geglaubt. So. Und ach so, das merkst du dir so. Und das fand ich komisch. Ja. Und dann mit dem Nö. Das ist für mich bisher verdächtig, aber meine Intuition hat heute ein paar Mal versagt. Gebe ich gerne zu. Nein. Wir haben alle heute Intuition verloren. Also sind wir schon mal wohnen? Nö, ich habe keinen Clou, noch was sagen. Ich habe aktuell was Verdächtiges hier. Du hier, was? Max ist verdächtig, Lars ist verdächtig. Du bist Shorty ist verdächtig. Shorty. Lydia ist verdächtig. Fanny ist verdächtig. Leo ist verdächtig. Ich habe natürlich ein bisschen Angst vom Nahen, ne? Ja. Also ich fand es so lustig. Ja, ich musste tatsächlich lachen in der Nacht, weil Gunnar so komisch, weil er erst gesagt hat und so, oh, das ist aber ein anderer, hast du besser gemacht als der letzte Nah? Ja. Wo man dann schon denken muss, ist es nicht Florentin oder ist Gunnar so smart? Hat dann im nächsten Moment gesagt, jetzt raschle ich mal, damit du denkst, dass Florentin ist. Also ganz komisch, auf Florentin irgendwie erst weg und dann hin und... Das wollte ich nur mal kurz sagen, dass diese Nah-Nummer noch ein bisschen also seltsam ist. Aber glaubst du, dass Melden? Oh! Nee, ich will nur das nochmal in den Raum. Vielleicht hat jemand aber Ähnliches. Das finde ich auch spannend. Gemerkt. Wer könnte denn da sein? Weil ich finde. Genau. Jetzt bin ich voll. Uff, jetzt bin ich. Ja, das ist so unmel. Aber Valentin auch. Weil es immer verballert. Oh. Ja, ich bin nicht immer verballert. Weil es immer verballert. Aber Mel ist so ganz, so offensichtlich anders. Deswegen, ich sag ja, Mel ist Nah. Ja, aber dann wollen wir Mel nicht töten. Ja, dann wollen wir sie nicht voten. Dann voten wir den. Die beste Übersprungshandlung aller Zeiten. Ganz kurz. Wenn Max nah ist, dann voten wir Lydia, weil Lydia ist nämlich leise und die war bisher immer Werwolf. Und? Okay, jeder hat drei Stimmen. Aber ich war nicht immer leise, weil hier wurde gerade von Lachen in der Nacht gesprochen und du hast doch gekichert. An welcher Stelle war das? Hast du auch gehört, ne? Aber ja, ich hab gekichert, zeigt euch nochmal Wölfe oder so. Erst habe ich auch gehört. Aber das war schon Wolfshumor. Ja, okay, verstehen wir nicht. Kannst du das erklären? Was ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Irgendwas musste ich so... Nee, ich wollte nur sicher gehen. Ja. Na, was man schon auch sagen muss, dass im Prinzip der erfahrenste und vielleicht auch beste Werwolf-Spieler hier im Raum Florentin noch eigentlich keine Argumentation gebracht hat. Nur ein paar gute Sprüche, sag ich jetzt mal. Ich habe auch also, wirklich nichts. Ich habe wirklich gar nichts. Und fandst du irgendwas verdächtig, was wir hier so argumentiert haben? Weil es wurde schon viel gesagt, da kann man schon mal irgendwie... Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass Shorty das erste Mal in allen Runden nichts hört und keinen Verdacht am Anfang hat. Da dachte ich, okay, weil sie bis jetzt immer nicht Wolf war und immer super argumentiert hat und immer Leute sofort rausgehauen hat. Aber ich weiß ja, aber es kann ja auch mal sein, also ich war ja auch letzte Runde, habe ich ja auch schon gesagt, absolut. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ich würde dich niemals verdächtigen. aber Mel fand ich, klang auch gut. Von daher, ich weiß nicht, ob Mel getötet werden sollten, ist, glaube ich, Mel, actually, der Runde. Aber gerade auch sie dann noch. Ja, aber wenn sie nah ist und wir sie rauskicken, ist verloren. Ja. Bist du nah? Mach mal ein lustiges Gesicht. Das hat zu lange gedauert. Jetzt musst du dich mal ein lustiges Gesicht machen. Mal, lustiges. Du musst dich echt machen. Ja, wenn man direkt gefragt wird, muss man die Wahrheit sagen. Ja. Nein. Okay, das war lustig. Das war nicht stabil. Ja. Da müsst ihr sie nebeneinander halten. Wir wollen wohl erstmal einfach, ne? Ach komm, wenn sie es ist, mein Gott. Aber Moment, wenn sie es ist, scheiß drauf. Ja, ich würde es nicht machen, glaube ich. Ich bin immer noch bei Max und Shorty. Gar nicht verteidigen. Finger einfach nach oben, nicht schon zeigen. Nicht schon auf Valentin zeigen oder auf die ja, für wen du gezeigt hast. Hallo. Aber würde man sich als Nah nicht eher so ganz schlecht verteidigen? Ja, aber sie verteidigt sich ja so super unendlich. Es ist so gar nicht schnell. Es ist so gar nicht drüber und es ist gar nicht... Also würdest du sagen, sie ist nah oder was? Ich glaube, dass sie sterben will. Ja, ich glaube, sie da will. Das ist zu risky. Also was machen wir denn? Ja, okay. Ihr könnt sie halt danach voten, aber jetzt sollten wir... Warum seid ihr so sicher? Wen voten wir denn dann? Ich habe ja nur Mel im Verdacht gehabt und jetzt... Shorty ist auch untypisch. Das ist das, wenn man zweitbestes. Die Finger sind schon oben. Die Finger sind oben. 3, 2, 1, go! Oha, ich sehe auf Florentin wie viele Finger? Kein? Zwei? Was ist das? Wegziehen? Nein, wegziehen ist nein. Ja, hier macht hoch dann, wenn ihr. Okay, wer ist auf Shorty? Nein! Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5? Dann brauchen wir ja gar nicht mehr weitermachen. Bin ich jetzt tot? Auf wen? Max. Und du? Auf dich. Jetzt auf mich. Ja, ist egal, okay. Dann, okay. Ist Shorty, du musst leider die Runde schon verlassen. Yippie! Yay! Oh. Und wir zeigen, dass der Scheiße Wow! Oh, Damage! Okay, wow. Sehr gut gemacht.
Oha, wie subtil. Das kann nicht sein. Stark, stark, stark. Wow. Richtig stark, richtig stark. Scheiße, das ist alles fertig hier. Mega nice. Ja, muss ich sagen. Mel, wieso sagst du nicht nein, wenn du gefragt wirst, ob du nah bist? Alter, ja. Ich bin komplett durch gerade. Es ist einfach so warm hier. Ich kann nicht mehr denken. Ich dachte, weil sie nicht nein gesagt hat. Wo ist der Nils? Ja. Wow. Nils, aber nicht ja, schlecht. Du hast die ganze Zeit gegrinst. Du hast die ganze Zeit so gegrinst, fix. Pass auf, hättet ihr mich getötet, was ja auch naheliegend war. Ich war Jägerin. Ich hätte Max erschossen. Hätte ich recht gehabt. Womit? Ob, dass du Wolf bist. Mau. Ja, wir können auch die Werwölfe waren. Wer war das denn nochmal? Florentin? Ja, siehst du, ich hätte... Oh. Oh, ich hätte dich erschossen, aber sowas von. Da, zwischen die Augen, da hätte ich erschossen. Und wer ist er? Ja, wer ist der? Nils sind so gute Wölfe. Nils hat deswegen auch Shorty den Ball zugeworfen, weil Nils wusste, Shorty ist cool. Und wer war... Ich war Hexe. Zurück. Ja. Karten zurück. Karten einmal zurück. Schaffen wir noch eine Runde? Wie spielst du das denn? Wow. Ich habe hier keinen Timer. Stimmt. Ja. Ihr könnt mir mal einen Timer ranlegen. 21:14. Okay, das ist doch gut. Ich habe hier 5 Karten. Wir brauchen 9, 6, 7. 7 Karten habe ich erst. Stark schon. Wahnsinn. Aber hast du extra nicht gesagt, dass du nichts gehört hast, um dich verdächtig zu machen? Ja, ich habe natürlich gesagt, ich habe niemanden gehört, damit ich mich verdächtig mache, weil ich sonst jede Runde was gehört habe. Ich brauche noch eine. Genau drauf. Eine Karte. Hättest du nicht nochmal gefragt, hätte ich das auch nicht so gesagt. Ein teuflischer Genie, sag ich mal. Verdammt. Wir spielen das mal genauso nochmal. Ja, das wäre witzig. Ja. Also wir machen die gleichen Runden. Wir voten einmal oder gehen wir Shorty, kann einfach den Ball behalten. Ja, Shorty den Ball. Das war wirklich brillant. Danke. Florentin, Leo und ich. Leo ist auch. Du warst so offensichtlich sehr, Nils. Da haben wir dich sofort. Aber warum war ich offensichtlich sehr? Nein, war nicht. Aber ich war ja wirklich sehr. Ja, ich weiß. Aber es war, wir hatten keine Ahnung. Wen hast du denn angeguckt? Shorty, deswegen habe ich ihm den Ball gegeben. Oh, echt? Ja, Glück für dich. Einmal zurück, weitergeben. Einmal weitergeben, geht jetzt super schnell. Das ist wirklich so. Und einmal hier auch bitte weitergeben. Der Name mal gewinnt nicht. Sehr gut. Machst du toll, Feini. Nee. Ach so. Hast du gesehen schon? Alter, gut. Nein. Wollen wir tauschen? Gut, dann geht's mal wegen direkt los. Habt ihr Bock? Ja. Rein, alle. Dann geht's direkt in die Nacht im geilen Sommercamp hier. Und wie auch eben gibt es natürlich einen Narr in der Runde und einmal zeigt sich der Narr und macht ein witziges Gesicht. Sehr gut. Gut gefallen. Gut, Narr steht wieder ein und die Werwölfe erwachen. Und die Werwölfe gucken sich einmal an. Und die Werwölfe checken einmal, schnuppern sich einmal ganz kurz. Und überlegen sich dann, ja, wen wollen sie gerne essen? Worauf haben sie Hunger? Lecker, lecker. Und die Werwölfe haben sich entschieden für ein leckeres Mahl, was sie erstmal zerfleischen möchten. Gut, und als nächstes erwacht der Seher. Und der Seher kann sich eine Karte angucken, beziehungsweise gucken, ob die Person gut ist oder schlecht. Und der Seher schläft wieder ein und als nächstes erwacht die Hexe. Und die Hexe kann eine Person tatsächlich retten. Hexe überlegt sich, ob sie die Person retten möchte. Alles klar. Und die Hexe könnte noch eine Person töten. Und die Hexe schläft wieder ein. Und das ganze Dorf erwacht. Dorf. Ja. Sind noch alle da? Ist ja schon, ja. Sieht ganz gut aus.
Ja, cool. Voll cool. Geil. Ey, super. Cool. Ja, wow. Das schön. Freut mich. Yeah. Hey. Scheinen die Gerüchte über dieses verfluchte Lager doch nicht zu stimmen. Zum Glück sind wir trotzdem hergefahren. Yay. Yay. Er nennt sein Camp auch Camp Deutschland. Das kann ja schnell gehen. Hat jemand was gehört? Shorty? Aber ganz kurz, da kommt. Ja, jetzt hast du dich nämlich in der Ecke manövriert. Nein. Hat die Hexe gerettet. Ja, die Hexe muss sich doch selbst dann gerettet haben. Scheiße. So, kann man nicht mehr. Oder eine Hexe hat die andere oder den anderen gerettet. Ja, aber das würde man im. Ach so. Ja, das würde man ja nicht mal nachdenken. Kommt vor. Kommt das vor. Ja, aber hier sind doch alles erfahrene Spielerinnen. Die würden noch nicht in der ersten Runde jemand anderen. Leo spielt heute zum ersten Mal. Richtig. Hast du dich wieder selbst gerettet? Nein. Aber es gibt wieder Narren, ne? Gibt ja Narren, ja. Hast du was gehört, Shorty? Sag mal. Ich würde, glaube ich, einfach die Runde einfach mal, bevor ich auf irgendjemanden schieße, bevor irgendjemand auf mich schießt, erstmal kurz analysieren, einfach mal nichts sagen. Okay. Völlig legitim. Mhm. Also, ja. Gute Taktik. Gut. Florentin. Bist du denn jetzt Wolf? Du wolltest doch Wolf sein. Nee, leider nicht. Das ist total doof gelaufen. Also ich bin was Cooles, das kann ich sagen. Du bist was Cooles. Ja, aber ein Wolf ist ja nicht cool. Wolf ist schon sehr cool. Also, das ist voll cool eigentlich. Also, das ist eigentlich cool. Okay, also, du findest Wolf cool, cool. Du findest nichts cool. Nicht cool? Ich finde Wolf nicht so cool. Nee. Ich finde Wolf auch cool. Das sind total miese Mörder. Was ist daran cool? Also, Dexter war ein cooler Mörder, aber Wölfe. Und come was on. Ist noch ja, gut. Cool? Du. Seher sind mega. Zaubertränke. Narren sind zwar dumm, aber cool. Warum? Okay. Also, es gibt auf jeden Fall coole Leute. Okay. Ja, ja. Schön Narren aus sich selbst. Was? Ja. Wollen wir über was anderes reden? Ja. Also wir haben ja auch schon festgestellt, Max und ich sind simpel gestrickt. Autsch. Es haben die anderen gesagt. Nein, ich sag nur, habe nur wiederholt, was hier gesagt wurde. Schlicht. Das war der andere schlicht. Minimal. Mucks war das. Ja. Ja, schwierig. Lars, erzähl mir mal was über Werwölfe. Sing ein Lied. Was weiß ich über Werwölfe? Ich habe noch nie einen gesehen. Einmal habe ich von hinten kurz und da war ich tot. Okay. Mhm. Ansonsten. Du hast ihn von hinten gesehen. Ich habe ihn gerochen. Und dann, achso. Von hinten gerochen und dann bist du tot. Die haben den Fehler gemacht, sich mit dem Wind anzuschleichen. Das ist immer ein Fehler. Ja. Immer Fehler. Gut, wir haben keine Indizien. Ich glaube, das Orakel möchte sprechen. Oha. Oh. Sprich. Also ich habe extra erstmal nichts gesagt, weil ich habe etwas gehört, was ich erst nicht so richtig deuten konnte. Hört, hört. Aus welcher Richtung das hätte kommen können. Und deswegen habe ich jetzt gerade einfach mal ein bisschen abgecheckt, wie ihr euch so verhaltet, ob ihr euch anders verhaltet, ob ihr, keine Ahnung, anders guckt vielleicht oder besonders grinst, wenn andere Leute irgendwas sagen. Mir ist da schon eine Person aufgefallen. Ja, dann raus damit. Wir wollen jetzt wissen, wen. Ja. Die Auflösung. Max. Oh, doch nicht Max. Max, du Schlingel. Du guckst mir schon die ganze Zeit so nach dem Motto so, oh, ich hoffe, sie erwischt mich nicht. Ja, weil du die ganze Zeit so rüberluscherst hier mit so einem Todesblick. Ja, ich habe halt alle abgecheckt, aber alle anderen sind halt, haben mich komplett ignoriert. Aber du bist der Einzige, der mich die ganze Zeit anstarrt. Ja, man muss dem Wolf in die Augen blicken, sage ich immer. Ja, deswegen mache ich ja gerade. Also ich muss dazu sagen, ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Und das ist natürlich jetzt eine sehr gefährliche Situation, weil wenn du der Wolf bist und ich springe dir jetzt als Verbündeter an die Seite, dann wäre das von mir unfassbar dumm. Aber ich hatte auch überlegt, ob ich Max sage. Und deswegen ärgert mich das fast, dass du das gesagt hast. Weil die Gefahr ist groß, dass ich dich supporte, obwohl du Wolf bist. Aber du hast, als du Wolf warst und aus der Nachtphase kamst, hast du so, also in der letzten Folge, so übertrieben so eine Aufwach- Zeremonie? Ritual, Zeremonie vollzogen. Mhm. Also Routinen heißt das heutzutage. Jetzt hätte er nicht wirklich lange geschlafen. Ja, oder? So dieses, oh, vielleicht lange hatte ich die Augen zu lange zugefallen. So, und das hast du gerade wieder gemacht. Und deswegen habe ich sofort gedacht, okay, da wiederholt sich jetzt ein Schema. Deswegen, man hat ja nichts in der ersten Runde. Habe ich auch kurz gedacht, ja, okay, ey. Das hört sich auch noch nichts an. Der Max, der überspielt jetzt gerade was. Der overacted seine Schuld, die er schon in sich trägt. Er overacted die Schuld. Oder er overacted, weil er der Narr ist. Das ist absolut möglich. Das wäre sehr subtil, aber er macht es ja nicht so mega auffällig, oder? Ja, genau das. Ja, aber das war ja immer und klar. Ja, auch nicht. Ja, genau. Der hat sich das gerade bei dir abgeguckt. Nicht, dass wir vom letzten Lager noch ein Wort verlieren, aber. Hast du denn was dagegen zu erwidern?
Wegen das von Shorty. Shorty hat jetzt die ganze Zeit hier dieses, ich mache jetzt einen auf Detektiv. Wenn du hier so einen Blick spürst, eigentlich nicht, ehrlich gesagt, sieht man ja man hört ja davon. Und das, ja, und das Aufwachen, keine Ahnung, das hatte ich jetzt halt bei den letzten Dingern angefangen. Das habe ich auch schon gemacht, dass ich unschuldig war. Einfach ein bisschen bei meinem Vater. Ich habe dich vorhin dummerweise natürlich verdächtigt. Du bist einfach ein sehr overacting Guy. Bist du nicht auch ein Schauspieler tatsächlich im richtigen Leben? Ich war's. Ich war's, okay. Lars. Aua. Große Gefühle. Was bleibt aber drin einfach? Nils, ich gebe dir auch nicht gerne recht, aber das ist tatsächlich auch etwas, was mir auch aufgefallen ist bei Max. Mhm. Du, ich möchte aber nicht, dass wir verbündet sind. Nee, weil du schon aus der Beratung gebracht, das ist schon... Leo, was denn mit dir? Du hast noch gar nichts gesagt. Außer, dass du glücklich warst. Mir geht's vor allem darum, wieder nicht den Narren zu erwischen. Und deshalb würde ich da jetzt mathematisch vorgehen und sagen, dass... Shorty vielleicht nicht der Narr ist. Und deine knallharte Analyse. Sehr gut. X ist gleich. Ja, aber die war auch dreimal hintereinander. Ja, aber da ist die Chance auch wesentlich höher. Warst du Werwolf? Ja, stimmt, ja. Ich weiß nicht, wie hoch. Aber. Also ich finde wirklich nicht, dass Max jetzt sich verhält wie ein Narr. Ich kann doch, das nicht. Komplett. Ich finde das überhaupt nicht. Doch, voll. Das ist nett, dass du das sagst. Ja, aber er grinst doch so schelmisch. Ja, aber weil er ja, jetzt halt auch schon ertappt wurde. Mach mal ein dummes Gesicht. Nein, es gibt keinen anderen Nein. Verdächtigen. Wir mach müssen mal ein dummes Gesicht. Oh, oh. Mel versucht ihn halt zu verteidigen. Um den Narr nicht zu erwischen, macht es ja nicht Sinn, so Nein. völlig eine random Person erstmal zu nehmen. Ja, genau. Wen meinst du da? Keine Ahnung. Denkst du da an dich selbst? Ja, aber wir brauchen Namen leider. Wir brauchen leider einfach Namen, sonst geht's nicht voran. Ja, wer ist denn so richtig random? Also, ganz kurz. Ey, warum drückst du auf die Tube jetzt hier? Das ist doch voll wichtig, voll die richtungsweisende Entscheidung. Ja. Fürs Volk. Ja. Wow. Ja, Lydia, du warst ja achtmal Wolf hintereinander. Ja. Und hast sehr gut gespielt jedes Mal. Auch, aber sehr präsent auch immer. Also immer als Wolf waren sehr, sehr präsent gewesen. Gerade als sich hier so das Auge Mordors so eingebrannt hat, hast du auf einmal so völlig random auf Leo. Ja, hab ich beim letzten Mal auch, als ich da saß. Hab ich gesagt, Digga, was ist los mit dir? Warst du da nicht Wolf? Oh ja. Nee. Na, ja. Busted. Was hab ich jetzt da nicht? Ja, und dann hat sie Leo angeschaut. Ja, 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 genau. Ja, ich finde es verdächtig. Okay. Jetzt bin ich wieder verdächtig, weil ich wieder den ruhigen. Nee, du hast ihn gerettet. Dann haben wir Lydia und Max. Ihr beide seid wölfische Wesen. Gut. Lydia und Max. Ey, um Gottes Willen. Ey, Papa, ich mach das nicht nochmal. Da kann ich deine Mathematik lieber eher vor. Ja, oder? Du bist der Beste. Nein! Außerdem habe ich als erstes Walle angesprochen. Ja. Ja, und ganz zum Schluss verhindern, dass wir nicht den Narr wählen. Genau, aber Lüdi fällt sich hier gerade gar nicht närrisch, sondern versucht hier irgendeine Schlinge zu ziehen. Ich meine immer noch mehr, weil ich beschuldigt werde. Ja, klar, deswegen finde ich dich eine gute erste Wahl, um den Narr nicht zu kriegen. Wen? Bitte nicht. Wen? What? Lüdi. Einfach, weil sie hat jetzt nicht rumge... Warum denn jetzt Lüdi? Was war das denn? Hey, Moment, ich war das gerade im Gespräch. Völlig random. Nein, aber das ist doch mein Argument gewesen. Random ist gut für uns alle. Ja, also nehmen wir dich, weil dich hatte ich als erstes random. Ja, meine Güte, dann nehmt halt mich. Es geht mir um die Gruppe. Yes. Es geht mir um den Erfolg des Camps. Also wenn ich jetzt sage, ja, kannst du es nicht verstehen? Dann mach ich mich als Navi. Er hat sich null verdächtig gemacht. Das kam alles von ihr. Wenn wir dich rausnehmen, also würden wir das bereuen, oder... Ja, das ist ja eine coole Rolle. Ich mir auch vertraut. Genau, ja, das stimmt. Ja, genau, aber Florenz, bereut mich. Ja, aber das ist von Walle. Und deshalb irgendwen anderen. So, alle, nicht mal alle gleichzeitig reden. Das ist super Quatsch, was ihr da sagt. Ich will die ganze Klasse hören, was du sagst. Ja. Was ging da? Nein, weil die beiden jetzt halt super Max verteidigen, dass wir den nicht nehmen sollen, weil sie Angst haben, dass er Narr ist, aber er hat sich ja null verdächtig gemacht. Ja, das war ja alles Shortys Scharfsinn. Siehst du? Also deswegen ist das völliger Unsinn. Also ich will es Protokoll geben, dass die beiden das ja. Das finde ich paranoid. Gut, wir machen jetzt die Fingernummer. So, es ist jetzt Schluss. Fingernummer. Ich meine, wenn er Wolf ist, dann ist er auch sagt, raus. Wen? Also, jetzt haben wir ja nichts. Nee, hör nicht auf mich. Hör auf erfahrene Stimmen hier im Raum. Ja. Die gibt es jetzt nicht mehr. 3, 2, 1, go. So, wie viel haben wir auf Max? 3. Wo zeigt ihr alle hin? Nee. Louis. Was? Louis gibt's nicht. Nein. Shorty. Shorty? Louis. Gott. Wo zeigt ihr hin? Walle. Lydia. Mel. Oh Gott. Wer ist auf Lydia? Nur eine Person. Okay, kannst runter machen. Ich zeig auf Mel einfach, weil. Mel, hat noch jemand auf Mel? Nein. Wo zeigst du hin? Florentin doch als einziger, okay. Random. Wo zeigt ihr hin? Sorry, Randy. Max. Shorty. Immer noch. Ja, haben wir doch schon weggemacht. Walle. Walle ist auch Quatsch. Leo. Leo, alles klar, dann hat Max mit 3 Stimmen die meisten gewonnen. Leider gewonnen, ja.
Da musst du leider dich abholen lassen. Bist du denn nah? Du nah. Tschüss. Das sehen wir gleich in der Karte. Hör auf. Wir gucken einmal, was Max war. Ja. Oh, wow. Yes. Okay. Es geht na, dann ist jetzt. Ja. Okay, ich nehme alles zurück. Ja, sorry, ich nehme alles zurück. Ja, okay, ich wollte okay, guten Abend. Ah, ja. Ja. Wen hat er gewählt? Mich, natürlich. Und wer hat Leo? Wer hat ihn gewählt? Leo. Ich habe Leo gewählt. Ihr drei. Ja. Okay. Gut. Okay. Hui. Atmen wir kurz durch und gehen einmal pennen. Das ganze Camp schläft und die Werwölfe haben mal wieder Hunger und wachen auf. Und die Werwölfe entscheiden sich für ein Opfer. Denn sie haben immer noch Hunger und Bock auf Fleisch. Jesus, was war das denn für ein Knacken? Ja, die Werwölfe sollten sich vielleicht ganz kurz entscheiden. Das wäre mega cool. Die Werwölfe schlafen wieder ein und als nächstes erwacht der Seher. Der Seher kann sich auch jemanden überlegen. Sie schläft wieder ein und die Hexe erwacht. Und die Hexe kann noch mal jemanden retten. Beziehungsweise schwierig eher. Aber die Hexe könnte noch jemanden töten. Will sie das? Ja, vielleicht. Okay, alles klar. Und die Hexe schläft wieder ein. Und das ganze Camp freut sich auf das große Federballturnier am Nachmittag und wacht auf. Keine Ahnung. Was ist Tischtennis? Klingt nicht nach Federball. Ist wieder eine Mutti da. Mach mal einen Federball. Gut, ja. Oh. Ja. Shorty. Gut gemacht, Coach. Ich? Quarterback. Danke, danke. Okay. Ja, der ist in Ordnung. Als Quarterback, sag doch mal. Ja gut, ihr beiden. Was war denn da los? Ihr habt einen offensichtlichen Wolf verteidigt. Warum? Weil ich ernsthaft dachte, dass er der nah ist. Wirklich. Ja, safe. 100 Pro. So aber warum? Sicher. Warum denn? Naja, so wie er geguckt hat, wie er sich schlecht verteidigt hat. Der war so quatschig drauf. Florentin, genau. Du denkst gerade zu sehr um die Ecke für mich. Ich muss aber mal ganz kurz sagen, du hast dich bewegt heute Nacht. Nee, ich war das nicht mit dem Knacksen. Das war ich nein, ich hab doch, Knacken, das war ich saß so und ich habe auf dem Ohr gehört, wie du dich bewegt hast. Ich habe mich literally überhaupt nicht bewegt. Okay, aber ich muss nicht gar nicht. Muss ich ganz kurz sagen, ich habe von da was gehört. Ganz klar. Keine Behauptung. Ja, das haben alle gehört, das war dieses Knacken. Aber Leo hat dann echt relativ schnell gesagt, boah, was war das denn? Achso, nein, ich meine nicht, da habe ich schon gedacht, das ist so ein vorher. Ja, genau, ich meine so ein. Bevor. Aber ich glaube, Shorty hat. Nochmal ausatmen. Ja, das kann ich nicht nochmal wiederholen. Ja, sowas. Das war so eine Art Lachen, aber so ein bisschen, als könnte man nicht richtig lachen. Aber davor habe ich, also das Lachen habe ich auch gehört, aber davor habe ich hier Geräusche von den Klamotten gehört. Kannst du mal nachmachen? Ey, nee, man hört die Geräusche sehr. Sehr gut. Und ich kann das auch, ich merke das auch. Das ist nämlich hier dieses Leder. Das ist ja die Jacke von meinem großen Bruder. Ganz kurz, das Lachen war in der Werwolf-Phase. Und das war so, wo Gunnar gesagt hat so, nee, aber die müssen sich jetzt auch klar entscheiden. Und ja, dann ja, war so, genau. so ein Lachen so von wegen, haha, wir können uns ja nicht entscheiden. Ja. Deswegen war, war das hier so... Das habe ich auch gehört. Aber können Werwölfe lachen? What? Hm? Lachen Werwölfe? Ja, so. Also wie die lachen, ich jetzt nicht nochmal nachmachen, ist doch ein bisschen peinlich. Aber wieso seid ihr euch jetzt so komisch einig? Wart euch gerade nicht einig, was für ein Geräusch das war? Und dann auf einmal wart ihr euch wieder einig? Nee, doch, wir waren uns von vornherein einig. Das war so, so ein Auspusten. Nur ich habe gesagt, davor war noch zusätzlich also, hier so ein Jackenrascheln. Mhm. Also das habe ich nicht gehört. Ich habe nur das Pusten gehört, aber du bist ja auch näher dran. Gut. Warum habe ich das nicht gehört? Pusten? Weiß ich ja nicht. Warum hast du Haare auf den Ohren? Ja, so, muss man den Stirnband tragen. Also ganz kurz. Lydia. Ja. Als vorhin wir uns auf Max zurecht eingeschossen haben,
Habe ich ja in der Runde davor schon gesagt, dass mir das auffällig vorkam, dass du dann den Fokus, obwohl wir so richtig geil auf ihn eingeschossen hatten, auf einmal so aus dem Nichts Richtung Leo gefahren hast, so was so völlig random war, nach dem Motto, oh, ich will das wirklich mal so abteilen, habe ich ja eben schon gesagt. Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt mit Max richtig lagen, ist natürlich jetzt der Verdacht, der mir dadurch gekommen ist, nicht erweicht worden, sondern eher erhärtet. Und du bist auch sehr ruhig. Sehr ruhig. Was ist los mit dir? Du bist erschöpft. Ja, es ist schon spät. Ey, wir sind jetzt hier schon eine Woche. Ja. Und ich bin nicht so lange von zu Hause weg. Das können wir ändern. Ey, aber ich krieg mein Geld jetzt nicht wieder, weil wir sind schon über 2 Tage hier. Ich denke, über eine Woche. Ja, was denn jetzt? Ja, wir sind schon eine Woche hier. Ach, und nach 2 Tagen kriegt man das Geld wieder. Für wen hast du gestimmt? Ich glaube, Mel, einfach random. Ja, ich fand das irgendwie so doof zu sagen, auf Max zu zeigen, wenn jetzt irgendwie zwei sagen, oh, er hat auffällig so gemacht. Nee, aber das haben wir ja schon auch begründet. Weil er auffällig gegähnt hat. Naja, das ist ja schon so, dass du im Laufe der Runden immer wieder Sachen beobachtest und wenn Leute sich dann anders verhalten oder auffällig verhalten, das ist ja das Einzige, was man hat. Deswegen ist ja auch die 3., 4., 5. Runde wesentlich fundierter als die 1., wo man noch keine Vergleiche aber hat. Aber wenn ich jetzt anders bin als die Runden vorher und Runden vorher war ich Werwolf, dann widerspricht das ja deiner Theorie. Ja, das stimmt. Mhm. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass du nicht ein Werwolf sein kannst. Was sagt denn Walle? Warum hast du nicht für Max gestimmt? Ja, ich habe ja auch das in der Runde sogar noch begründet, dass ich auch glaube, dass der da nah ist. Beziehungsweise ich fand es zu heiß, weil er halt eben so verdächtig war. Und dann dachte ich, wir wählen lieber irgendeine Person, habe ich auch gesagt, die wirklich bisher gar nicht aufgefallen ist, damit deswegen wir bloß nicht den... Deswegen habe ich auf Max gezeigt. Und ich habe auf Walle gezeigt. Und ich habe auf Flonti gezeigt. Mega random. Jetzt muss ich übrigens sagen, ich würde diesen Zeig sofort jederzeit wieder zurücknehmen, weil du hast gerade mit der Aktion mit Shorty ganz klar bewiesen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du ein Geld bist. Das Ding ist nur, was ich mir die ganze Zeit überlege, vielleicht ist ja einer von den drei Narren, und wollte dann den Verdacht wieder auf sich ziehen, indem man sagt, nee, bestimmt nicht der ist nah, genauso wie Shorty vorhin gemacht hat. Mm. Aber die würden jetzt nicht sagen, nee, ich war nur nah, deswegen habe ich so gehandelt. Also vielleicht hat auch einer davon einen guten Grund, warum man so hart Max verteidigt. Ich weiß, was du sagen willst, aber das würde man schon geschickter machen, glaube ich. Also egal, wie schlecht. Ja gut, aber wenn die sich alle auf Max einschießen und du bist nah, musst du all in gehen und sagen, nee, der ist bestimmt nah, den nicht. Genau, aber hat weil ja er keiner ja so richtig nahe. Krass gemacht. So also ich finde es immer verdächtig, wenn so Gruppierungen zusammenkommen, wenn so zwei Leute sich super einig sind. Deswegen so ein bisschen komisch finde ich das, dass ihr das klar gehört habt. Wenn wir jetzt zum Beispiel Leo rauswählen und es stellt sich heraus, dass er kein Werwolf ist, dann ist das von Mel und Valentin natürlich heftigst. Das stimmt. Also das ist ja die Tatsache, dass wir die Geräusche gehört haben, dass er sich bewegt haben. Das stimmt. Dass man davon ableiten kann, dass er der Wolf ist, ist die eine Möglichkeit. Wenn er es jetzt nicht ist, ja, dann also hat er sich einfach ich dumm will nur, bewegt. Dass ihr müsst, nach Geräusche ihr gehört. Müsst natürlich bewegt. Wissen, dass ihr gerade den Fokus beide durch das Geräusch extrem auf Leo, also ich wüsste nicht, wen ich in diesem Zeitpunkt anders wählen soll, weil ihr beide, wenn er dann aber ein Dorfbewohner ist, ein Campbewohner ist, dann haben wir ein kleines Problem mit überhaupt nicht. Gegen Leo spricht ja auch, dass er Team. Genau wie ich Max verteidigt hat. Das ist ja noch zusätzlich was gegen ihn spricht. Er hat auch Max verteidigt. Ja, das hast du aber auch. Ja, sag ich ja. Ich bin gerade auch eher bei Mel, weil ich fand das mit diesem Knacksen schon nicht ganz trivial. Das ist halt voll einfach zu sagen, das war Shorty. Aber wenn du Werwolf bist und deine Augen sind offen und du bist voll auf Adrenalin und dann knackst was, sagst du nicht, oh, das war ganz schön laut. Das machst du nicht als Leo. Nein, ich meine, dass man sich ablenken will. Ja, yeah, deswegen bin ich auch eher bei Mel. Deswegen bin ich nicht bei Leo. Dann sind wir alle einig bei Mel. Aber ich meine, ich finde Walle auch irgendwie verdächtig. Ja, der ist nächstes. Tut mir voll leid. Ja. Also wenn der Leo und Leo ist ein Campbewohner, dann wäre der nächste Schritt einer von euch. Oder man sagt halt, man geht erst auf. Können wir gleich auf Mel gehen? Also können wir so. Ja, weil das ist halt schon. Nee. Wenn wir auf Mel gehen und sie ist Dörflerin, Campbewohnerin, was heißt. Ja gut, nee, das hat dann überhaupt gar nichts zu bedeuten. Wohl doch. Ja, aber dann ist es vielleicht mit dem Geräusch, hat es dann doch gestimmt. Ja, das wird ja dadurch so ein bisschen. Weil wenn sie Camp ist und wir schießen sie jetzt raus, dann hast du ein Problem. Stimmt. Also ja, eigentlich so ist das relativ klar, finde ich auch. Ja, okay, das stimmt. Das ist natürlich scheiße, ja. Ja. Was hat Leo überhaupt gesagt? Er wurde eigentlich nur angegriffen. Ich habe Geräusche verteidigt. Du hast eigentlich nur gesagt, du hast dich nicht bewegt. Also von zwei Leuten Geräusche und ansonsten. Ja. Ja, das hättest du. Mel? Ja. Sind wir bei Mel? Hey, nein, wir sind bei Leo. Nils, wo bist du?
Ja, wie gesagt, also ich bin mir bei Lydia nicht so sicher. So, Moment, diese Frage von Florentin, sind wir bei Mel? Das könnte auch von einem Wolf an seine anderen Wolf-Kumpel sein. Ja, wir beide haben uns abgesprochen, dass wir sind wir Wölfe? Wölfe haben andere Arten zu töten. Ja. Man kann sagen, du was. Also, ja, die müssen ja auch uns dezimieren. Okay, tatsächlich können wir auch das rausfinden, auch, wenn wir dich töten. Ja, das ist ein guter Test. Also ich habe dir gerade den Gefallen getan und nochmal Lydia ins Spiel gebracht. Ja. Und das hast du unterbunden und wieder den Fokus auf dich gelegt. Also ich vertraue Florentin, Shorty und ich, wir haben hier den Max Wolf rausgewählt und deswegen, ich muss ja irgendwie, ich vertraue deswegen Florentin. Es gibt mehr Verdächtige als Wölfe. Aber es kann auch sein, dass Florentin einfach auf den Wagen gesprungen ist. Ich bin's nicht, andere sind's auch nicht. What? Nee, jetzt haben ja nicht alle auf Max gezeigt. Ja, ist ja auch richtig, sie lagen ja falsch. Aber wenn hier zwei Leute sagen, oh, Max ist es nicht, würde ich denn nicht sagen, ah ja, stimmt, ja, vielleicht nehmen wir jemand anderen. Aber du hast doch selber gerade die Argumentation. Dass er Wolf ist. Doch, das muss ich doch nicht machen. Ich habe noch von dir eine andere Argumentation, dass einer von uns beiden. Ja, nee. Ja, okay. Dass einer von uns beiden. Lass es einmal probieren. Den Verdacht absichtlich. Wir versuchen es und dann können den wir danach selbst, den Mordtest. Aber auf sich selbst lenken. Wir machen den Mordtest. Wir machen weiß natürlich auch, was, wenn sie jetzt nicht ist, ne? Ja, absolut. Hä? Achso. Hä? Nee, das ist denn jetzt? Wir sind schon safe eigentlich. Ja, gut, aber da musst du dich auch positionieren. Da musst du sagen, wen du willst. Die Geräusche. Entweder wir hängen alle drin, weil du kannst nicht nur einen rausnehmen. Ich würde jetzt halt einen von beiden opfern. Entweder wir opfern Leo. Leo, der hat sich bewegt, die Nacht. Dann ist es, ja. Das ist alles, was du sagst. Stimmt das oder stimmt das? Ja, ist wirklich alles. Das Problem ist auch, ja, aber dann mal, kannst du es nicht auf mich lenken, wenn dann jetzt Mel. So, also alle nicht durcheinander reden, bitte. Im Schritt würde ich dann auf dich kommen. Es sind mir zu viele Gespräche parallel hier gerade. Okay. Wir machen jetzt die Finger. Ich weiß auch einen Finger hoch. Ach. Und 3, 2, 1, los. Wie viele sind bei Mel? Ja, gut, alle. Boah, jetzt so, werden jetzt wir krasse Daten bekommen. Ich einfach, okay. Gut, dann gucken wir doch mal ins Feuer. Oh Gott, fuck. So was Mels Leiche uns zeigt. Scheiße. Oh, nein! Okay. Okay, so Valentin und Mel. Wieso haben, ich? Nein, Valentin und Mel haben gut. Leo gehört. Aber wir schlafen erstmal da. Ja, klar, natürlich. Ich muss mich auch erstmal beruhigen. Ja, schön. Gut, die mal. Oh, wow. Leg dich auch mal schön hin. So, mach mal. Ja, nee, ich muss den noch bei, vielleicht noch Freiraum. Ja. Gut, es wird Nacht im Camp. Erstes erwachen die Werwölfe. Und die Werwölfe haben immer ein bisschen Hunger mitgebracht. Und die Werwölfe suchen sich ein Opfer aus und haben Bock zu fressen. Und könnt ihr die anderen sagen, entweder die Tür zu machen, weil man hört hier Sachen und nachher unterhalten die sich über Werwolf-Themen. Das wollen wir nicht. Und die Werwölfe schlafen wieder ein und als nächstes erwacht der Seher. Und der Seher darf einmal erfahren, welche Person gut oder böse ist. Und der Seher schläft wieder ein und die Hexe erwacht. Und die Hexe könnte noch jemanden töten. Wenn die Hexe Bock hat, muss aber auch nicht. Wenn, keine Ahnung, wie die Hexe will. Alles klar, die Hexe schläft wieder ein und das Camp erwacht. Ja. Was ist das denn? Ich war lang nicht mehr geschlafen. Was sollte denn der Seitenblick? Ciao, Nils. Tschüss, Leute. Ja, warte. Das ist ja komisch. Dass jetzt der rausgeht, auf den ihr gezeigt habt. Das ist ja wild. Wir haben doch nicht auf nichts gezeigt. Wer hat auf nichts gezeigt? Wieso hat denn Valentin so Zucken? Ich hab zum ersten Mal. Ja, die Augenbrauen, ne? Geht's dir gut? Habt ihr schon mal einen Teaser mit mir gesehen? Wir gucken ja mal, was der Nils denn war. Ja. Mann. Ich bin halt hier gerade voll verdächtigt worden. Völlig zu Unrecht. Komisch. Natürlich warum gerät man in den Panik. Du, weil du bist. Nee. Ich weiß, was du bist. Okay, so. Ich kenne dich. Dann nochmal zurück. Ich habe ja vorhin gesagt, wir schießen, wenn wir auf Mel. Ja.
So ein Blödsinn. Wirklich, das ist. Es ist so ein Blödsinn. Aber ich bin echt jetzt voll falsch. Oh, jetzt also, ich meine, Mel und Valentin haben Geräusche von da gehört. Wir haben ihnen nicht geglaubt. Hör auf für diese scheiß Geräusche. Wir haben ihnen nicht geglaubt. Wir haben Mel geopfert. Mel ist unschuldig. Ein Riesenfehler, würde Wolf sagen. Sowas würde ich habe mich sogar mittragen lassen von der Theorie und auch auf Mel gezeigt. Weil ich irgendwann so überzeugt war, weil sie sich nicht so gut rausgewunden hatte, dass doch jetzt eigentlich klar ist, dass wir einen Fehler gemacht haben und ja. Leo hätten nehmen sollen. Ach so, nein. Nein, also ja, wir haben einen Fehler gemacht. Ich bin momentan bei dir, bist aber auch verdächtig. Okay. Ey, aber Florentin ist auch verdächtig, der sagt gar nichts. Ja, der ist chillig. Ja, der chillt der sagt so. Gar nichts. Ey, ich hab doch hier Mel gerade verbrannt. Ja, ja, aber irgendwann ja, aber weil kennt wir alle man gegen auch dein zufriedenes ja, Lachen. Und das stimmt, ist, wir haben uns gerade echt zu sehr auf sehr zufrieden gewesen. Okay, aber Mel, ich bin echt lost gerade, weil ich, es macht keinen Sinn. Ich bin's nicht. Ja, ich glaube dir doch total. Ich glaube das total, deswegen bin ich jetzt wieder total bei Walle. Wieso? Wegen meinem Zucken? Ja, wegen deinem Zucken. Ja, ich auch. Dein Körper, naja. Ich hatte in der ersten Runde ja auch schon so ein Feeling. Ja, mein Gott, als Lauch zuckt man halt mal sowas. Nee, du hast eben nicht gezuckt, deswegen. Körperlich schwierig einfach. Ja, du hast nicht gezuckt, deswegen, ja. Ach so, doch, ich zuck immer mal wieder. Du bist nicht ganz immer bei mir mit dem Blick. Aber also, da musst du auch mich besser in Zukunft mal analysieren. Aber das ist so unlogisch, weil... Weil ich bin's halt nicht. Aber von uns wäre es ein komischer Move, muss ich schon sagen. Ja. Wenn wir jetzt beide, die gesagt haben, ich habe ein Geräusch von da gehört. Ja. Hast und du offensichtlich... Nein, vorhin haben die das ja gesagt. So, ja. Und jetzt schießen wir erst Mel ab, die ist unschuldig. Jetzt schießen wir den anderen Typen auch noch ab. Der das anstatt Geräusch daraus gehört zu lernen. Genau. Also, ich weiß nicht. Meiner Meinung nach ist halt diese Geräuschgeschichte eh kompletter Bullshit die ganze Zeit. Okay. Und jeder, der sich da irgendwie drauf einschießt. Ist, du hast schon recht. Du hast schon recht. Oh. Wer jetzt, ich oder er? Nee, Lars, weil du warst halt auch vorhin in Verteidigung von Max. Und du bist mir ein bisschen ans Herz gewachsen durch diese Knacksen-Nummer. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand wie Leo, der das erste Mal dabei ist, dann als Wolf beim Knacksen dann auch noch einen Kommentar dazu bringt, anstatt einfach sicher die Klappe zu halten. Mhm. Aber es stimmt schon, die haben beide vorhin gegen Max geschossen, jetzt haben beide das Geräusch gesagt. Es stimmt schon. Wir haben vorhin gesagt, einer von beiden muss es sein. Ja, genau. Und, jetzt funkt mir hier so Walle rein. Wieso das? Weil, ja. Du bist in meinem Kopf. So. Du spukst in meinem Kopf rum. Aber gut, nee. Leo aber ist die sichere Wahl. Ganz kurz. Ja, ich bin die sichere Wahl. Ich will auch noch mal ganz kurz sagen. Für mich, also Lars will schon sehr dringend, dass ich hier rausstehe. Nein. Aber Lars hat eine sinnvolle Logik. Das stimmt ja, schon. Ja, aber das ist halt... Nur wie sitzt du denn da eigentlich? Sorry, nur mit dem Er will sich verbrüdern. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr gehört zusammen. Nur mit dem Ehrgeiz eines Wolfes kann man so sehr, glaube ich, auf jemanden halt zeigen und deuten und jemanden beschuldigen. Na, oder permanent. Ich will halt einfach nicht permanent sterben in der nächsten. Wir haben noch eine Hexe wahrscheinlich, ne? Die noch nicht gemordet hat. Wissen wir nicht, oder? Wissen wir nicht. Also gemordet hat sie nicht. Es kann sein, dass die Hexe rausgevotet wurde, Mel oder so, ne? Kann auch sein. Ich glaube, langsam müsste man echt gucken, ne? Wir müssen jetzt mal weil sonst also das ist jetzt, glaube ich, wirklich... Ja, komm, hör auf jetzt! Nein, aber ich bin's nicht. Du bist es nicht. Ich bin für Lars oder für Valentin. Mhm. Was spricht für Valentin? Ich kann dir nicht sagen. So sehe ich das auch, ja. Ich finde immer dieses... ich habe ein Geräusch gehört. Ah ja, ich habe es auch gehört, da. Das finde ich immer so ein bisschen lame. Finde ich auch verdächtig immer und lame, genau. Aber es ist halt doof, wenn man das Geräusch gehört hat. Dann wäre es ja auch voll blöd, dann sich einfach zurückzuhalten. Weil man ist ja bei dem Spiel auch froh, wenn man mal was sagen kann, was irgendwas ist. Also, dass man eben nicht nur wie hier ganz viele andere Leute... Ja, aber du hast 3 Runden lang den Ofen hier gehört. Ja, aber jetzt kann ich ja den Ofen extrahieren von den anderen Geräuschen. Das ist ja ein Riesenvorteil jetzt. Was sagt denn unsere erfahrene Wolfsdame, die schon oft in der sehr leise ist. Ja, also ich finde, du bist diese Runde super hippelig, aber also noch hippeliger als vorher, aber ich hatte von vornherein ja so ein Gefühl bei Valentin. Mhm. Von mir aus können wir auch... Ganz schön der Wolfsblick. Vor allem, wir waren geschlossen gegen Mel. Warte mal, wir dürfen ja keinen Fehler. Waren gegen Mel. Das haben wir noch nie... Das war noch stimmt, nie der Fall, dass das ist komisch, alle gegen jemanden waren, der war unschuldig. Ja. Das war schon... Wie, echt? Das war nicht cool. Ja, und wir haben ihr nicht geglaubt, als sie gesagt hat, ich habe auf einem Ohr... Ja, das stimmt. Da ja, ist nur eine Person. Nee, also nur um den Tod von Mel zu ehren, müssen wir jetzt Leo rausnehmen. Das stimmt schon. Weil du es auch gehört hast. Das stimmt schon. Ja, also habt ihr verloren. Sinn, das stimmt schon. Habt ihr gleich verloren. Das stimmt schon. Also der andere hat dann gleich verloren. Naja, Moment mal. Haben wir ein Problem, wenn wir jetzt einen Fehler machen? Nee. Ja. Nee. Doch. Wieso? Du bist ein Wolf. Ich bin kein Wolf. Naja, kommt drauf an. Die Situation ist ja immer noch so ein bisschen... Es gibt ja noch ein paar...
Nee. Ja, okay. Nee, es gibt keine. Es gibt absolut keine. Es gibt keine. Mach ihn einfach. Komm, auf ihn schießen wir. Ich darf ihn gar nicht mehr anschauen. Sonst komm, bin ich, nicht, anderen. Ich bin nicht in der Lage, das zu tun, was getun werden muss. Wen willst du denn nehmen sonst? Ja, wenn dann Walle. Aber nee, komm. Doch, hör auf jetzt. Komm, Walle. Hä? Okay, das finde ich mega verdächtig. Komm, jetzt, fuck it. Okay, komm, drei. Wir hauen jetzt raus, Lars. Was? Okay, drei, ja, okay. Zwei, eins, go. Nein. Alle auf Leo. Ja, ärgert. Wirklich, was oh, kommt jetzt? Für eine Seele. Aus dieser. Okay, das ist jetzt. Ist nicht, es gab selten einen spannenderen Ernst, Moment. Ey. Das ist doch jetzt. Nicht dein Ernst. Sein jetzt. Wenn ich mich da jetzt von Lars hab reinreden lassen. Und Lars ist es. Was? Ah! Hä, aber was? Valentin. Nee, Moment, jetzt ist ja wohl klar, dass Florentin es ist. Warum ist das jetzt klar, dass Florentin es ist? So, wir schlafen erstmal. Scheiße. Und die Werwölfe erwachen und sie überlegen sich noch ein kleines Opfer, was sie mitnehmen. Und die Werwölfe schlafen wieder ein und der Seher erwacht und kann eine Person angucken. Langsam kennt der Seher auch alle Personen schon. Vielleicht sieht der Seher noch eine andere Person. Also, ja, okay. Gut, Seher schläft wieder ein. Dann erwacht die Hexe und die Hexe kann natürlich noch jemanden töten. Und möchte jemand töten. Alles klar. Dann ist auch die Hexe wieder eingeschlafen und es wird wieder Tag. So. Wie kommt denn da vorbei? Stehen Sie auf der Gästeliste? Was? Wiederschauen. Wiederschauen. Yes. Um es ein bisschen spannender zu machen, gucken wir sofort mal, was Lydia war. Ein Wolf. Wolf. Und natürlich schreitet der Tod noch einmal voran. Das war jetzt die Hexe. Und Florentin darf auch gehen. Nee, warte mal, weiß ich nicht. Nee, warte einen Moment, ich bin verwandt. Meine Freunde. Kann ja gar nicht sein. Und jetzt kommt. Wenn die Lebenden nicht schweigen, dann sprechen die Waffen. Jetzt musst du dich entscheiden. Wie blöd. Oh Mann, mach doch erst einen Jagdschein. Und mit dem letzten Schuss kriegst du Lars aber noch den Football zugeworfen. Und damit hat Lars, der einsame Wolf, tatsächlich gewonnen. Yay! Oh, ich hab mich zu Recht. Komplett an der Nase rumgeschüttelt. Einmal im Leben. Das war wirklich stark. Von euch beiden. Ja, ich hab schon gewonnen. Ich wusste es dann nach der letzten Runde. Ich wusste von vornherein, dass du die Hexe warst. Oh Mann, ey, das tut mir leid. Kein Ding. Shorty hat mir vertraut mit dem Ball und ich hab alles ruiniert für das Dorf, für das Camp. Es tut mir so leid. Aber war komisch zum Schluss, ne? Ich war mir so unsicher am Ende zwischen euch beiden. Aber ja, klar. Und warum hast du mich dann getötet? Also bei dir war ich mir einfach sicher. Ah, okay. Ja. Weil du hast mich die ganze Zeit immer wieder verdächtigt, aber es gab keinen Anhaltspunkt und du hattest nicht den gleichen oh Mann, wie dumm, Blick, ey, wie wenn du die Wahrheit sagst. Scheiße. Ich kann nicht genau sagen, was es war. Also deswegen, deswegen war. Ja. Weinst du? Was überlegst du? Was überlegst du? Was ist los mit dir? Alles gut? Ich war mir so sicher bei Walle, dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe. Weil hätte ich wahrscheinlich nochmal drüber nachgedacht, wäre ich auch auf Lars gekommen, weil er wirklich nur. Ja, ich weiß. Aber gut, ich muss auch zu deiner Verteidigung sagen, ich habe mich auch irgendwie blöd angestellt. Also ich habe mich auch nicht gut rausgewunden und so. Es tut mir so leid. Ich fand mich selber verdächtig. Ich hätte vielleicht die Verwandte nicht geben sollen, weil ich wusste, dass Walle auch eine Hexe war. Unschuldige Hexe. Das ärgert mich richtig jetzt. Ach Mann. Das lief alles ganz gut, weil da am Anfang so diese Dreiecksbeziehung verdächtigt wurde. Oh ja. Warum habt ihr so gegen Max? Das ist auf null anders. Aber
ich war einer von euch nah? Ja, ich war natürlich nah. Ja, ich habe mich in der ersten Runde halt so verdächtig gemacht, ich kam da nicht mehr raus. Und wir haben gerade schon drüber geredet, dass in der Runde vorher, in der Shorty gewonnen hat, hätte sie nicht gewonnen, hätten wir sie nicht rausgeschmissen, wäre mit ihr die Runde danach dasselbe passiert. Wahrscheinlich, ja. Nah ist echt hart fürs Camp. Ist krass, das ist echt gemein. Ja. Boah. Aber super, hat Spaß gemacht. Aber ganz kurz. Eigentlich? Was? Das war ein ganz schöner Melbourne. Hey, aber Lars. Wir können einmal ganz kurz schon mal den Vote machen, wer beste Spielerin, bester Spieler des letzten Camp-Runde hier war. Die nehme ich jetzt auch für so ein bisschen vorweg, weil es war stark und schlecht zugleich. Jetzt denke ich erst so, okay, es war ja alles eigentlich klar, weil du hast dich überhaupt nicht verhalten wie in den Runden davor. Die ganze Zeit dieses so darauf schießen, die ganze Zeit was sagen und so. Jetzt, wo ich es weiß, ist es so offensichtlich. Aber irgendwie, mega geil, weil ich wollte irgendwas hast du daran gut gemacht. So, ja, Lars, hier, was ist mit dir eigentlich? Ich dachte so, okay, nee, es ist eigentlich ganz geil, dass niemand ihn verdächtig. Warum eigentlich nicht? Was ist los mit uns? Dass du die beiden hattest und gesagt hast, wenn es nicht ist, entweder er oder er. Das war super dankbar für dich. Das hat mega Sinn ergeben für mich, weil die so gegen Max gewonnen haben. Du hast ihn jetzt gemacht. Lief ganz gut, so close. Aber dass du halt dann ihn auch noch so hart angeklagt hast. Ich habe das wirklich gehört. Also das war ja kein Quatsch. Und ich musste ja auch irgendwie den Verdacht von mir selber auch ablenken. Weil es war ja klar, wir waren die einzigen beiden, die wirklich Max verteidigt haben. Das war ja so. Und ich wusste, ich bin's nicht. Ich dachte auch relativ schnell, dass wir Fakt sind, weil du schnell raus warst und dann hatte Nils sich auf dich eingeschossen. Und man will nicht, dass Nils sich auf einen Werwolf einschießt, wenn du als Werwolf unterwegs bist. Du warst sie ja, ne? Ja. Du hattest ja Lüdi relativ schnell. Hast du ihn dann auch gesehen? Ja. Ja, also nach Max, ich hatte, als Max noch gelebt hat und du hast ihn verteidigt, war für mich klar, okay. Wenn ich habe ihn gar nicht verteidigt, ich habe gar nichts gesagt. Doch, das war so intuitiv, was du auf Leo übergeleitet. Es gab überhaupt keinen Grund dafür. Einfach. Nee, ich habe auf Mel gezeigt. Ja, aber Leo hast du aber angegriffen. So, Lars, du hast tatsächlich den Football noch einmal. Darfst du noch einmal? Coach for Lifetime quasi. Jetzt. Wo vielleicht schon, das war's, glaube ich, schon vor. Und du warst Hexe? Hexe, ja. Ich habe Lüdi jetzt gerade am Anfang, ja. Das habe ich mir ein bisschen aufgespart, dass ich mir sicherer war. Da muss ich dachte, ich also wirklich, ich dachte schon, geil, wenn Walle jetzt noch einen von den beiden kriegt, dann haben wir gewonnen. Mhm. Und kam Flucht. Ja, deswegen war es doch cool, dass der Tod tatsächlich erst Lydia rausholt, dass wir doch mal auflösen können. Okay, der eine Werwolf ist weg, es sind noch zwei da. Und das wäre deswegen war es schön spannend. Dass du mich so verdächtig fandst und ich dich aber jetzt am Ende auch total. Also wir hatten uns irgendwie, wir müssen uns noch ein bisschen kennenlernen. Also wir hatten uns nicht so richtig gut im Blick. Das ist, wenn diese Verdachtskette einfach ein Unschuldslamm nach dem anderen trifft und du einfach völlig wahnsinnig wirst. Weil du deinen eigenen Instinkt nicht mehr trauen kannst. Und du wirklich nur noch denkst, einfach Fakten. Ihr beide gegen Max. Ja. Max war Wolf. Ergibt gar keinen Sinn, hat null Argumente. Denkst dir, vergiss Emotionen, einfach nur Fakten. Und genau die reiten dich dann so rein. Aber können wir uns eins fürs nächste Mal merken? Ich war ja wirklich mega gut und unschuldig diese Runde. Und das habe ich auch eigentlich perfekt ausgespielt bis jetzt am Ende. Also ich finde, das kann man sich einfach mal einspeichern. Sehr gut. Ja. Vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt. Danke, Shorty, dass du extra gekommen bist. Mega gut gespielt dieses Mal. Vielen Dank an Gunnar. Tatsächlich, es fehlt noch eine Sache zu sagen, und zwar haben wir bei Pierre M. Krause in der Kurzstrecke gesehen, dass Nina Schubert tatsächlich großer Werwolf-Fan ist, deswegen wäre es natürlich cool, Nina, wenn du Bock hast, das nächste Mal, du wohnst ja glaube ich nicht so mega weit weg, oder kommst auf jeden Fall von hier, bist herzlich eingeladen, slide dir am besten nicht so viel in die DMs, also nicht nerven, aber wäre cool, wenn die mal Bock hat, wenn du Bock hast, mal vorbeizukommen, das cool. Hier ist immer ein Platz frei, neben Florentin Will. Ja. So, dann schönen Dank an euch alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Oh.